Vielleicht nochmal eine kleine Einleitung. Wie kommt zu dem heutigen Livestream zwischen uns beiden? Ja, wir stehen immer so in regem Austausch über irgendwelche Buchausschnitte. Ich glaube, du liest selber auch ziemlich viel. Hab in Ja, deinem genau. Profil auch mal entdeckt, irgendwie die Top 25, die du gerne liest. Und ich glaube, davon habe ich auch 21 Bücher gelesen oder so. Also ich finde ziemlich viele davon auch sehr stark. Und du hattest einige Fragen an mich und hast mir dann auch irgendwie angeboten, hey, lass doch mal so einen Livestream machen, lass doch mal alle sa Fragen sammeln, die Leute so an dich haben, Maurice. Und ja, ich werde dich moderieren. Wir drehen im Grunde das mal um, was du die ganze Zeit immer machst, nämlich Leute zu interviewen. Ja. Und ja, das wollen wir heute tun. Du hast Fragen gesammelt und ich bin ganz gespannt. Ich kenne die Fragen noch nicht, deswegen, aber ich würde sagen, hau einfach raus und ich beantworte alles. Und wenn ich nicht beantworten will, dann sage ich das auch. Ja, sehr schön. Das klingt gut. Und genau, du hast gesagt, wie wir jetzt irgendwie hier in Kontakt gekommen sind. Total witzig. Und vorab, also es gab mega viele spannende Fragen, mega viele interessante Fragen. Das ist Wahnsinn. Also deine Community scheint wirklich interessiert daran zu sein, was du machst. Und ich sag mal, 90% der Fragen hätte ich auch so gestellt. Und die anderen 10%, da wäre ich wahrscheinlich einfach selbst nicht drauf gekommen, aber trotzdem richtig gute Fragen. Genau, und deswegen, es sind super viele Fragen. Ich glaube, wir könnten den Stream wahrscheinlich auf 2 Tage ausdehnen. Also, falls ich von irgendjemandem jetzt die Frage nicht 1 zu 1 wiedergebe, das liegt daran, ich habe es natürlich ein bisschen gebündelt. Also, wenn da dreimal eine ähnliche Frage kam, dann habe ich die zu Ja, einer zusammengefasst. Ich glaube, das macht cool. Sinn und die Antwort, ja, gibst du dann, denke ich mal, ganz ausführlich, und wenn nicht, dann eben nicht. Deswegen, ja, lass uns gerne einfach starten. Und auch die erste Frage ist schon mega. Nämlich, wie würden deine Eltern den 3-jährigen Maurice heute beschreiben, dann den 10-jährigen Maurice und dann den volljährigen Maurice? Ja, das ist eine ziemlich harte Frage, die muss man nicht mir stellen, sondern meinen Eltern. Also von daher, 3 Jahre kann ich dir gar nichts zu sagen, weil ich überhaupt keine Erinnerung habe, wie ich mit 3 war. Und ich habe mich da tatsächlich auch nicht mit meinen Eltern drüber ausgetauscht. Zum Alter von 10 Jahren, da fällt mir eine ganz lustige Geschichte ein. Die haben mir allerdings nicht meine Eltern erzählt, sondern meine Oma. Da waren mal damals Handwerker zu Besuch. Oder mein Opa hat einen Handwerker beauftragt und nee, das war anders. Mein Opa hat selber einen Schrank repariert, so, ja. Und meine Oma hat so gesehen, dass mich das überhaupt gar nicht interessiert hat, wie mein Opa jetzt da den Schrank repariert hatte. Und meine Oma wollte mich so motivieren und hat gesagt, hey, Maurice, geh mal dahin, guck mal dein Opa, was der so alles Tolles machen kann und reparieren kann und so weiter. Ja. Und dann sagte ich zu meiner Oma, ein 10-Jähriger, ja, du Oma, das ist für mich nicht so wichtig. Wenn ich mal groß bin, dann will ich so viel Geld haben, dass ich Menschen bezahlen kann, meinen Schrank zu reparieren. Ja. Ja, Und nicht schlecht. das finde ich ganz lustig, weil daraus ist in meinem Leben auch sowas geworden. Ich bin handwerklich tatsächlich, habe ich 2 linke Hände, Geht mir ganz genauso. und ich source tatsächlich sowas liebend gern aus, weil es mir gar keinen Spaß macht und ich 2 linke Hände habe, ja. Aber das fällt mir so zu dem Alter 10 Jahre ein, wie meine Eltern mich da beschreiben, das weiß ich nicht, das müsste man sie tatsächlich dann fragen, ja. Und mit 18 Jahren, also volljährig hast du ja gesagt, also ich hatte ziemlich viele Flausen im Kopf, so im Alter zwischen 15 und 18, 19. Also ich würde sagen, meine Pubertät hat extrem hart zugeschlagen, ne? So 15, 16, viel gekifft und so Gangster und Baggy-Hosen und so, ja. Krass. So dieser Style. Ja. Also viel Zeit verschwendet, würde ich mal sagen, im Nachgang. Ich verstehe auch nicht, dass die Natur häufig diese Pubertät so eingeführt hat, dass sie so sich so niederschlägt. Hätte gerne da zu der Zeit meine Zeit in sinnvollere Dinge investiert, Ja. als irgendwie cool sein oder so.
Deswegen, also ich glaube, 18 war eine sehr schwierige Phase. Meine Eltern hatten immer sehr viel Vertrauen in mich. Also ich habe zum Beispiel ein sehr schlechtes Abitur gemacht, 3,1. Und ich habe damals immer meiner Mutter gesagt, dass sie braucht sich da gar keine Gedanken machen. Abi ist scheißegal, Hauptsache ich habe das Abi und die Note spielt gar keine Rolle. Also mach dir keine Sorgen, ja. Und was zählt, ist dann meinetwegen die Uninote, habe ich ihr, glaube ich, immer gesagt. Und ja, ich glaube, sie haben das dann auch so, ja, der wird schon machen, der wird seinen Weg schon gehen quasi, ja. Aber ja, so kannst du ein bisschen verstehen, wie ich getickt habe, so in diesem Alter. Ja, spannend. Und gerade die Story als Zehnjähriger ist natürlich Wahnsinn. Und ich würde behaupten, dass das bestimmt auch ein Ticken damit zu tun hat, wie man dann jetzt drauf ist. Also wenn man mit 10 Jahren irgendwie schon so ein Mindset hatte, ist natürlich eine super witzige und krasse Story. Nicht schlecht. Und Ja, das. ich weiß auch nicht, ne? Also ich finde es auch im Nachgang, ich kann mich daran nicht erinnern, aber es soll so ein bisschen zeigen, dass ich schon immer offensichtlich dieses Bestreben hatte, ja, vermögend zu werden, ne? Oder Ja. Vermögen klingt so, ich wollte schon immer reich werden, noch bin ich aus meiner Sicht nicht reich, jetzt würde ich sagen, mich langsam vermögend, ja, aber ich wollte schon immer reich werden. Es steckte irgendwie schon immer in mir drin, der Gedanke. Ich wusste dann aber auch ganz lange gar nicht, wie ich das überhaupt erreichen kann, ne? Also ich habe dann, wie gesagt, studiert und ja, was sollst du studieren? Na, irgendwie ist Studieren ja nach dem Abi so der sinnvollere Schritt, die Gesellschaft auch irgendwie, die sowas erwartet, ne? Dass man Ja, irgendwie studiert genau. und so. Naja, und dann habe ich das gemacht, was die meisten so machen, die nicht wissen, was sie studieren wollen, nämlich BWL studiert, also Business Ja, witzig. Administration. Ja. Und auch da wusste ich im Grunde nicht, wie ich mal Geld verdienen kann oder so. Also das hat sich alles dann irgendwie entwickelt. Ja, sehr schön, sehr spannend. Das passt tatsächlich dann auch schon zur nächsten Frage, weil da geht es darum, du hast Abi gemacht, studiert, hast du gerade gesagt. Und die Frage ist, was hat dir sowohl dein Abi als auch dein Studium tatsächlich zu deinem jetzigen Erfolg gebracht? Und was hältst du generell vom Schul- und Studiensystem? Puh, ich denke, dass das eine sehr schwierige Frage wieder mal ist, weil der Fisch das Wasser um sich herum nicht sieht. Also das ist so ein Punkt, warum Erfolgsbücher auch immer mit einem kritischen Auge zu betrachten sind, weil derjenige, der dir erklärt, warum er erfolgreich geworden ist, der wird ja Ja. die Dinge aus seiner persönlichen Warte beschreiben. Aber er sieht viele Dinge nicht, die ihn vielleicht erfolgreich gemacht haben. Also als Beispiel, für mich ist sowas wie Pünktlichkeit ein absoluter Grundwert. Ja, du wirst nie Ja, erleben, dass ich 100%. irgendwo irgendwann mal zu spät komme oder so. Ja. Aber wenn du mich fragst, ja, was hat dazu geführt, dass du das und das erreicht hast, würde ich dir niemals Pünktlichkeit nennen, weil es so, wirklich so selbstverständlich für mich ist. Ja, aber vielleicht ist das auch eine Sache, die dazu beigetragen hat. Und dementsprechend glaube ich, ist es auch schwer zu sagen, ja, was die Schule und auch die Uni für Auswirkungen hatte. Was ich gerade feststelle im Berufsleben, also ich bin auch in dieser Fraktion, die sagt, unser Schulsystem ist total veraltet, ist irgendwie über 100 Jahre alt, wann Ja, die ja. Lehrbücher gemacht wurden, die Inhalte, also dass man da irgendwie, weiß ich nicht, krasse Sachen in der Chemie lernt, irgendwelche Atome, rein theoretisch, was da passiert und so weiter, aber Ja, irgendwie genau. keine Grundausbildung in Bereichen wie Finanzen, eben in Bereichen wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter bekommt, Ja, ja. das halte ich für schlecht, aber ich glaube, das ist auch kein neuer Schuh. Ja, auch Studium, BWL-Studium und eben wirtschaftlich denken. Also ich glaube, ich denke sehr unternehmerisch in allem, was ich tue. Welche Rolle das Studium damit zu tun hatte. Also ich finde es sehr erschreckend. Ich habe BWL studiert. Wir hatten Marketingkurse und ich habe nichts über SEO, Suchmaschinenoptimierung gelernt. Ja, ich Ja. habe nichts gelernt über Facebook Ads, über Google Ads, ja, über generell Pay Traffic. Wie schaffe ich Traffic auf eine Internetseite? Wie baue ich Ja. überhaupt eine Internetseite und so weiter? All das zeigt auch, wie veraltet im Grunde mein BWL-Studium auch war. Also es zog sich durch, nicht nur die Schulinhalte waren veraltet, ja, sondern eben auch im Studium, ne? Also für ein Betriebswirtschaft-Studium, Business Administration-Studium, derartige Inhalte nicht zu haben, finde ich,
genauso veraltet, ja. Aber nichtsdestotrotz will ich gar nicht nur haten, weil inzwischen ich hab immer die Einstellung jetzt gehabt, ja, auch wenn ich Mitarbeiter einstelle, dass mir es egal ist, ob sie studiert haben, wie gut ihr Schulschnitt war und so weiter. Was ich aber jetzt festgestellt habe in all meinen Einstellungen, ist, dass die Leute, die einen akademischen Hintergrund hatten, also studiert haben, dass es denen deutlich leichter fiel, Dinge auch von mir zu lernen und anzunehmen, also fachliche Inhalte zu lernen, ja. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen inzwischen eingestellt, mir war es immer scheißegal. Aber viele dieser Menschen waren überfordert mit dem, was ich von ihnen erwartet habe, was sie lernen sollen bei mir. Bücher lesen, sich das reinprügeln und nicht nur lesen, sondern auch verstehen, umwandeln und so weiter. Und mein aktueller Ansatz ist tatsächlich zu sagen, das bringt dir die Schule und die Universität bei. Die Inhalte sind scheißegal im Grunde, aber sie bringt dir eine Art bei, wie du lernst, wie du die Dinge reinschraubst, ja. Und Dinge lernen musst du auch in deinem weiteren Leben aus meiner Sicht. Ja, glaube ich auch. Und das ist witzig, was du sagst, weil also ich habe auch BWL studiert. Hab da so noch nicht drüber nachgedacht, aber sowas wie SEO oder Facebook-Ads oder Website bauen oder so, lernst du halt wirklich nicht. Ne? Also ich würde behaupten, dass fast jeder BWL-Student, der jetzt hier zuhört, das und so unterschreiben würde, weil die Sachen, die kommen einfach nicht in deinem Studienplan vor. Und wenn dann nur ganz am Rande, dass es sowas irgendwie gibt oder so. Aber ja, eigentlich traurig. Ja, also wie gesagt, ne, wie wenn du jetzt ein Business aufmachst, wie erreichst du deine Leute, ja? Ich meine, Marketing, Offline-Marketing hin und her, aber der Hauptweg bei vielen Unternehmungen, die du heutzutage machst, da wird ja irgendwie der Online-Kanal eine wesentliche Rolle spielen, ne? Und Auf jeden Fall. deswegen finde ich es ein Wahnsinn, dass es im Grunde noch nicht bei mir gemacht wurde. Letztens, ich habe es aber schon mal gepostet, letztens hat mir irgendwer geschrieben, dass die das tatsächlich schon beigebracht bekommen haben, aber das war auch eine gute Elite-Uni, glaube ich. Eine gute private Elite-Uni. Genau. Also ich glaube auch, bis sowas dann in der Hochschule Wismar oder so angekommen ist, im BWL-Studium, das dauert dann noch ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ja, daran anschließend, sagt die nächste Frage, würdest du anderen, Jüngeren insbesondere, also weiterhin empfehlen, Schule, Studium, Ausbildung zu machen als Grundlage oder zu sagen, mach einfach dein Business, wenn du dafür brennst? Puh, genau, ich glaube, dieses Sondern ist schon die Frage, ne? Also was ist die Alternative? Was stellt man gegenüber? Ist so ein bisschen, ja, also ist jetzt die private Riester-Rente, ist die jetzt per se scheiße? Sie ist immer noch besser, als wenn du gar nichts machst, ja. Ja, glaube ich auch. Die Frage ist ja, was machst du stattdessen? Also wenn du jetzt sagst, okay, nee, Studium, 3,5 Jahre, nochmal den Weg zu gehen und zu sagen, viele der Inhalte brauche ich nicht, sondern mein wirklicher Mehrwert, also aus meiner Sicht gesprochen, ist, dass mir Menschen beibringen, wie ich lerne. Jetzt bin ich aber schon jemand, der enorm gut lernen kann, der sehr strukturiert vorgeht, der sehr gut neue Dinge sich aneignen kann. Vielleicht brauche ich das dann nicht. Und wenn dann die Wahl ist, dann würde ich wahrscheinlich immer sagen, gerade in jungen Jahren, lieber das Risiko gehen. Ich meine, studieren kann man im Zweifel ja immer noch, aber gerade jetzt, je jünger du bist, desto mehr Risiko im Grunde zu gehen und Dinge auszuprobieren, ja. Also jetzt, wenn du jetzt wie du sagst, jetzt eine unternehmerische Idee hast und sagst, ey, guck mal hier, ich habe hier eine Lösung für ein Kernproblem und dafür brenne ich, auf jeden Fall würde ich sagen, mach das und hätte jetzt nicht ein rein theoretisches Studium da, zieh das nicht lieber vor, sondern mach deinen unternehmerischen Gedanken. Aber die Frage ist ja schon, ob die dann jeder auch hat dann in dem Moment und so weiter, ne? Also ob es tatsächlich dieses entweder oder, also ja, entweder einer unternehmerischen Idee folgen oder studieren. Die Frage ist relativ leicht, finde ich, ja. Nur ist diese unternehmerische Idee schon immer da? Gute Frage, ja. Ich finde es auch mega schwierig, das so zu sagen, aber also ich sehe es im Prinzip genauso, wie du es auch gerade beschreibst.
Eine weitere Frage ist dann, wie bist du eigentlich Unternehmer geworden und was sind deine größten Learnings, die du auf dem Weg dahin gemacht hast? Ja, man muss sagen, ich bin ja gar nicht reiner Unternehmer. Ich sehe es erstmal generell so, dass wir alle, auch alle Angestellte, ich sehe mich als an, ich bin ja auch Angestellter, als Angestellter sehe ich mich auch als Unternehmer, ja. Was ist mein Unternehmen? Mein Unternehmen ist meine eigene Arbeitskraft. Und ich Ja. gehe jetzt raus auf den Markt und versuche meine eigene Oder ich versuche im Kunden meine eigenen Arbeitskraft zu finden. Und jetzt habe ich ein Unternehmen gefunden, was mich quasi einstellt und mir meine eigene Arbeitskraft für eine gewisse Zeit abkauft. Ja? Und jetzt ist mein Ziel, meine eigene Arbeitskraft diesem Unternehmen auch immer besser zu verkaufen. Ja? So habe ich es schon immer gesehen. Und jetzt versuche ich mein Produkt, also meine eigene Arbeitskraft, auch immer besser zu machen, genauso wie ein Unternehmer, ja, der sein Produkt, was er verkauft, ja, auch immer besser macht. Genauso mache ich es Ja. als Angestellter auch, ja. Wie mache ich denn meine eigene Arbeitskraft besser, indem ich mich immer wieder weiter qualifiziere, indem ich immer mehr Gas gebe, indem ich zeige, dass sie immer effizienter ist, dass sie besser ist als andere. Und dementsprechend kann ich dort auch immer einen höheren Preis erzielen als eben andere Unternehmer in Anführungszeichen, ja. Das, was du aber als Unternehmer bezeichnest, das habe ich das erste Mal angefangen, während meines Studiums. Da mussten wir ein Pflichtpraktikum machen, 6 Monate. Und ich war damals bei PricewaterhouseCoopers in der Steuerberatung. Irgendwie hat mich Steuerrecht schon immer ein bisschen interessiert. Heute mache ich ja den Podcast mit Johannes. Steuern machen Spaß. Aber schon damals hat mich Steuerrecht irgendwie interessiert. Ich habe auch im BWL-Studium Schwerpunkt betriebliche Steuern gehabt, also das fand ich immer irgendwie cool. Dann bin Crazy. ich zu PwC als Werkstudent gegangen in die Fördermittelberatung. Das war so ein ganz kleiner Teilbereich der Steuerberatung dort und ich fand das tierisch langweilig. Ja. Ich habe mich da auch tierisch unwohl gefühlt, alle irgendwie im Anzug den ganzen Tag und ich dann irgendwie, weiß ich nicht, musste immer irgendwas recherchieren und kopieren gehen und was weiß ich. Das hat mich Ja, ja. so total unterfordert und ich wollte nicht diese 6 Monate gehen. Und habe dann in einer Kneipe einen Mann kennengelernt, der mir sagte, ja, er sei Unternehmer oder er war Unternehmer und jetzt hat er keinen mehr. Und in seiner Biertrauer, ja, hat er so ziemlich meinen Nerv getroffen, und hat mir dann angeboten, quasi zu zeigen, wie ich unternehmerisch aktiv, wie ich Unternehmer werden kann, ja. Und der Mann sagte, er sei eben auch Multimillionär und er haftet für alles, was da passiert. Und das gab mir enorme Sicherheit. Hinterher stellte sich irgendwann mal raus, Jahre später, dass der Mann Hartz-IV-Empfänger war. Aber das ist erstmal egal, ja. Klassisches Kneipengespräch. Ja, genau. Also der Mann war aber sehr wertvoll für mich, weil er hat mich damals sozusagen in dieses Becken geworfen. Und was er zu mir sagte, war, ich könnte dir mein Unternehmen hier geben und so ganz viele Mitarbeiter. Wahrscheinlich existierte das gar nicht, aber er meinte, das mache ich auch nicht, sondern wir kaufen den hässlichsten Imbiss Berlins, den wir finden kann. Und ich zeige dir am hässlichsten Imbiss Berlins, wie man auch aus sozusagen Scheiße Gold machen kann. Ja, wie man im Kleingeld verdient. Du musst erst mal lernen, im Kleingeld zu verdienen, bevor du Ja. eine große Firma mit 1000 Menschen führen kannst, so ungefähr. Und gesagt, getan, ich habe bei PwC gekündigt. Ich habe mir dann bei meinem Versicherungsmakler mit dem Deal gemacht. Ich meinte zu ihm, pass auf, ich mache eine Versicherung bei dir, dafür schreibst du mir ein Zeugnis. Ja, ich brauchte nämlich ein Pflichtpraktikum sozusagen, ja. Eine gute Idee. Ja, habe dann sozusagen bei ihm ein Praktikum gemacht, hatte gleichzeitig Zeit, eben diesen Imbiss aufzumachen und habe dann einen Imbiss aufgemacht, der hieß Schnitzel Express. Warum Schnitzel Express? Ich hatte mir angeguckt, was sind die Lieblingsessen der Deutschen? Und auf 1 war, glaube ich, Pizza, auf 2 war Burger, auf 3 war Ja. Schnitzel. Und Pizza-Lieferservice gab es schon ganz viele, klar. Burger
damals in Berlin gab es ein paar, aber nicht so gehypt wie heute. Heute kriegst du hier überall Burger, die krassen Burger und Ja, so ja, weiter. ja, Alles ja. Burger, ja. Aber ich habe für mich den Schnitzel entschieden, weil es gab gar keinen Schnitzel-Lieferservice. Du konntest irgendwie bei einem Italiener ein schlechtes Schnitzel bestellen, aber so Ja, richtig geiles genau. Schnitzel gab es halt nirgends, ja. Und dann habe ich den Schnitzel-Express aufgemacht. Ja, und hab da also wirklich krasse Erfahrung, ne? Das Weil glaube ich. ich war vorher so, dachte immer so, ja, ich werde mal ganz reich und so, wusste aber nicht wie. Also hatte quasi die Nase auch so ein bisschen hoch, ne? Und auf einmal stand ich im Imbiss und habe Currywurst gebrützelt und Ja, Schnitzel witzig. zubereitet und Ja. war voller Frittenfett. Wenn du da den ganzen Tag in so einer Imbissbude stehst, ey, dann das kriegst du nicht mehr aus den Haaren, ja, Ja. sozusagen, ja, und aus der Haut raus. Ja, und das hatte ich dann eben gemacht und irgendwann dann noch einen Lieferservice aufgemacht und noch einen Lieferservice während der Uni. Also da habe ich das so unternehmerisch, sage ich mal, erstmal von der Pike auf auch gelernt im ganz Ja. Kleinen, ne, mit Mitarbeitern und so weiter. Aber im Grunde alles ganz klein, ne? Jetzt keine Riesenumsätze. Also was hat so ein Imbiss gemacht? Da gab es sicherlich Tage, da hatten wir 200 € in der Kasse, ja. Oder 400 € oder so, ne? Also es ist Ja. wirklich, es war wirklich kein einfaches Geschäft, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass man trotzdem, genau wie du da sagst, mega Learnings mitnehmen kann. Und was ich extrem wichtig finde und richtig krass, so habe ich selbst noch nicht gedacht, was glaube ich für alle, die gerade zuhören, auch super wichtig ist, was du am Anfang gesagt hast, dass du auch als Angestellter unternehmerisch denkst. Und ich glaube, das ist was, das machen 99,x% der Angestellten einfach nicht. Und ich glaube, das hilft sowohl dem Unternehmen, in dem du arbeitest, extrem, aber würde auch jedem selbst mega helfen. Fand ich ganz cool. Ja, total. Also gerade immer dieser Punkt, wie kann ich mehr Geld verdienen? Also viele sehen sich Ja. immer in so einer Opferrolle. Also mein Unternehmen zahlt mir nicht mehr Geld. Naja, weil wahrscheinlich deine eigene Arbeitsleistung auch nicht mehr wert ist und oder du sie nicht besser verkaufst, ne? Ja, Also genau. jeder bekommt genau so viel, wie er verhandelt. Das ist Ja. die einzige Regel, ja. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn du so mal deine eigene Arbeitsleistung betrachtest als Produkt deines eigenen Unternehmens, ja, dann verhältst du dich vielleicht doch anders in ein paar Momenten. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, die nächste Frage finde ich super spannend, gerade weil wir hier in Deutschland sind. Und zwar, was war dein bester, in Anführungsstrichen, Deal und wie viel Euro hat dir dieser Deal gebracht? Mein bester Deal. Was auch immer du jetzt als Deal bezeichnest, das ist dir überlassen, aber Ja, muss ich mal überlegen. Ich denke, also technisch in meinem Leben vielleicht irgendwie so zwischen 15.000 und 20.000 €. Umsatztechnisch größte Deal irgendwie so um die 500.000 €. ja, krass. Ich glaube, da schlackern jetzt einigen vor dem Stream hier die Ohren, wenn sie solche Summen hören. Ja, also wo ich am meisten verdient habe, sind sicherlich inzwischen eigene unternehmerische Sachen, ne? Weil wenn ich heutzutage, keine Ahnung, 30.000 € abschließe, dann bleiben mir eben auch 25.000 €, ne? Ja, Also genau. das wäre inzwischen habe ich andere Deals gemacht. Als ich dann den ersten Job als Angestellter angefangen habe, damals bei Resmio, habe ich 1.800 € Fixgehalt gehabt und meine ersten Provisionen betrugen 50 € pro Vertrag. Ja. Und ich glaube 25 € für einen Kleinvertrag oder so. Also ja, das ist dasselbe wie mit dem Imbiss. Du musst erstmal, glaube ich, kleinere Dinge machen und dich dann stetig weiterentwickeln, ne? Ja, auf jeden Ich Fall. habe nicht damit angefangen, einen 500.000 € Vertrag zu machen oder so etwas. Ja, ich glaube auch, dass halt irgendwie das Fundament auch wichtig ist, dass man gewisse Dinge erstmal lernt im Kleinen und dann das Ganze skaliert. Cool. Die nächste Frage auch wieder super spannend. Also ich habe es gesagt, deine Community
Anscheinend echt gute Fragen. Wie findet man das Feld oder die Idee, die zum eigenen Unternehmen führt? Und was hältst du von einem Einstieg nebenberuflich, also einen unternehmerischen Einstieg nebenberuflich aufzubauen? Puh, ja, das ist ja so die Kernfrage, ne? Auch so ganz, ganz, ganz persönlich für einen selbst. Wie findet man auch sein Purpose, seine Passion, wofür man Ja. brennt und so weiter? Ich kann dir schon mal sagen, wie man es nicht findet. Es findet man nicht, indem man einen Job ausführt, von dem man bereits erkannt hat, dass einen dieser Job nicht glücklich macht, man aber trotzdem diesen Job immer wieder weiter ausführt, um irgendwie Rechnung zu bezahlen. Also Ja, das ist der ja, Weg, der nicht funktioniert, ja. ja. Jetzt die Frage, welcher Weg funktioniert denn dann? Ich glaube, indem man, also du hast ja jetzt gefragt, unternehmerisch, wie man da sein passendes Produkt oder seine Idee findet. Einerseits sicherlich, indem man nicht so durch die Welt geht, sondern mit einem Chancen-Mindset. Also was bei mir wirklich richtig verändert hat, einer meiner Affirmationen, die ich in meiner morgendlichen Routine mache, heißt, die Welt ist voller Chancen und Möglichkeiten. Und diesen Satz sage ich mir dann halt so 10-mal auf innerlich, ne? Die Welt ist voller Chancen und Möglichkeiten und fühle mich da rein, ja. Und seitdem ich das mache, so, das mache ich jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder irgendwie so, sehe ich viel mehr Möglichkeiten. Also ich habe tatsächlich mein Gehirn so ein bisschen auf Chancen und Möglichkeiten programmiert, habe ich wirklich den Eindruck. Ja. Und dadurch sehe ich mehr. Ein anderer Punkt ist sicherlich, mehr Dinge auszuprobieren. Also ich hatte das mit dem Job erklärt, immer weiter diesen Job auszuführen, von dem man schon weiß, dass es der nicht ist. Das halte ich nicht für den Weg. Was ist dann das Gegenteil? Das Gegenteil wäre, viele Dinge gerade in jungen Jahren auszuprobieren. Also mal hier reinzuschnuppern, mal das zu tun, möglichst viele Dinge zu tun. Ich hatte ja letztens hier den Livestream mit dem Michael von Alle Aktien und der hat studiert und war in 4 Ländern oder in 5 Ländern hat er studiert, ja. Ja, mega crazy. Ich bin nicht einmal ins Ausland gegangen, ja, und so weiter. Also einfach viele Dinge ausprobieren, ins Ausland gehen, Dinge Ja, angucken. ja. Guck dir an, wie Red Bull irgendwie der Mateschitz auf seine Idee gekommen ist. Ne? Der war irgendwie Ja, gutes in Beispiel. Thailand, ne? Und Ja. hat da irgendwie diese süße Zuckerplörre da getrunken und hat Ja. erkannt, irgendwie ist die Idee geil. Das könnte ich doch noch ein bisschen cooler machen, ein bisschen Kohlensäure rein, nicht ganz so süß und so weiter. Ja. Zack, ne? Aber das schafft man eben auch nicht, wenn man so wie ich nur immer in Berlin bleibt, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das mit dem Chancen-Mindset ist auch krass. Und ich meine, das kennt ja jeder so ein bisschen. Also mir geht es zumindest so, wenn man, keine Ahnung, sich ein Auto kauft, einen schwarzen Golf, fährt damit durch die Straßen, dann sieht man auf einmal ganz viele andere Golfs. Das ist ja so ähnlich wie, wenn du dich so auf Chancen programmierst, dann siehst du auf einmal ganz viele Chancen. Und genauso kann es auch ins Negative, funktionieren, glaube ich. Ja, genau, das ist eine selektive Wahrnehmung dann, ne? Ja, Und genau. wahrscheinlich ist das so in derselben Kiste angeordnet, ne? Weil wenn du dein Gehirn irgendwie auf Chancen trimmst, dann sieht es eben auch Chancen, genau wie wenn du dein Gehirn auf gelber Sportwagen trimmst, siehst du auf einmal nur noch gelbe Sportwagen auf Ja, der ja. Straße, die sonst gar nicht da waren, gefühlt. Aber die waren Ja. natürlich schon immer da, du hast sie nur nicht gefiltert, ne? So sieht's aus. Ja, also die nächste Frage auch wieder total spannend. Aber dass alle Fragen spannend sind, kann ich jetzt noch zehnmal, das kann ich noch zehnmal sagen. Wann ist der Zeitpunkt, den nächsten Schritt im Job oder hin zum Unternehmer am besten zu gehen? Also, und woran erkennt man, was der nächste Schritt sein sollte. Aber wir müssen noch mal eine Frage davor, die habe ich noch gar nicht beantwortet, nämlich weil wo du jetzt gerade sagtest, Unternehmer, da war noch die Frage, Unternehmer auch sozusagen erstmal im Nebenjob. Ja, stimmt. Ich denke total, weil um jetzt so ein Unternehmen, was heißt denn das überhaupt Unternehmen? Das hängt jetzt auch völlig davon ab, was du machen willst. Aber ich glaube, bei allem im Grunde, die ersten Schritte, die kannst du doch immer nebenbei anfangen zu tun. Was auch immer deine Idee sein mag, aber der Tag hat 24 Stunden. Der durchschnittliche Angestellte hat einen 8-Stunden-Arbeitstag, 5 mal 8, 40-Stunden-Woche, ja.
Das heißt, da sind ja noch 16 Stunden pro Tag für andere Dinge. Das heißt, es reicht doch total aus, um jetzt mal täglich vielleicht 3 Stunden am Abend in eine eigene Idee zu investieren, ja. Und das mal, wenn man das jetzt mal intensiv macht, dann kommt man doch ins Tun, dann beginnt doch der Stein so ein bisschen zu rollen, und Ja, das genau. geht aus meiner Sicht total. Man muss ja nicht immer diesen Schritt all in gehen, und dann stellt man dann doch wieder fest, ah, war gar nicht so geil, diese Idee, oder und jetzt stehe ich erst mal da, ja. Kann man auch machen, aber ich glaube, das hängt so ein bisschen von der persönlichen Situation mit dem eigenen Job auch ab. Aber ich glaube grundsätzlich daran, dass es auch nebenbei möglich ist. Ich habe es ja dieses Jahr auch gemacht. Ich habe ja einmal jetzt für die wichtigste Stunde die MB Consulting GmbH auch gegründet. Die wichtigste Ja. Stunde ist ja auch aus meiner Passion, aus meinem Herzensprojekt im Grunde entstanden. Da war nie mein Interesse, da bin ich nicht rangegangen an das Thema, ich will ein Unternehmen gründen, sondern da bin ich rangegangen, ich möchte ein Problem lösen, und nämlich erstmal mein eigenes Problem, wieder glücklicher zu werden. So, und ich wusste, das führt nur mit anderen Menschen, oder es wird einfacher mit anderen Menschen zusammen, sich gegenseitig zu pushen. Und dann habe ich gemerkt, wow, da entsteht ja was ganz Krasses. Ja, Und das krass. kann so ein immenser Mehrwert für so viele Menschen sein. Und so entstand dann dieses Unternehmen, ja. Oder auch meine digitale Vertriebsakademie, Smart Seller Academy. Da habe ich jetzt dieses Jahr auch eine GmbH schon für jetzt auch gegründet. Und das haben wir alles nebenbei gemacht, ja. Alles an Cool. Wochenenden haben wir Videos gedreht, uns getroffen. Samstage, Sonntage gingen da drauf. Aber du hast aus meiner Sicht verdammt viel Zeit, auch als Angestellter, um sowas noch zu tun, wenn du es wirklich willst. Und wenn du es Ja, aber, glaube ich auch. wenn du dazu nicht bereit bist, dann wirst du, glaube ich, auch scheitern, wenn du einen ganzen Tag Zeit hast. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das, was du angesprochen hast, dieses All-in oder immer schwarz-weiß, ist es auch nicht, sondern genau wie du sagst, nebenbei starten, 3 Stunden am Tag, am Wochenende. Und die Zeit hat jeder, wenn er wirklich will. Sehe ich absolut genauso. Ja. Ja, sehr cool. Genau, gut, dass du aufgepasst hast, dass ich da die Hälfte von der Frage unterschlagen Jetzt habe. musst du die andere nochmal stellen, die habe ich nämlich Ja, wieder vergessen, die eine Stunde. ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Ja. Die andere ist, wann ist der beste Zeitpunkt, den nächsten Schritt im Job oder hin zum Ja. Unternehmer zu machen? Und woran erkennt man, was der nächste Step dann ist? Ja, wann ist der nächste? Also ich finde, der nächste Zeitpunkt für mich ganz persönlich ist immer dann, wenn deine Lernkurve total abflacht oder du im Grunde, wenn sie stagniert, ja. Also was Ja. ja in der Regel so ist, du gehst als, meinetwegen jetzt als Angestellter, du gehst irgendwo hin, fängst an, und dann ist deine Lernkurve enorm steil, ne? Also sie geht so hoch, weil du lernst erstmal ganz viel, alles total aufregend, du lernst persönlich neue Menschen kennen, ja. Du lernst aber auch fachlich total viel, das ist vielleicht ein neues Thema. Also ist eine neue Umgebung, lernen, 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 ne? Ja. Und dann flacht das Ganze aber irgendwann ab. Also die geht dann nicht mehr so steil, sondern die flacht so ein bisschen ab. Aber du lernst immer noch, du lernst immer noch. Und sicherlich kennt das auch der ein oder andere, wenn du dann irgendwie so nach 2, 3 Jahren bist du so richtig tief drin in deinem Job. So, und dann wiederholst du eigentlich nur. Also dann sehen deine Tage relativ ähnlich aus. Kommt jetzt sicherlich drauf an, was man so macht, auch beruflich. Aber ich glaube, es ist in vielen Jobs so. Und jetzt ist aus meiner Sicht der Punkt, den Job zu wechseln. Ja, also, weil jetzt lernst du nicht mehr wirklich. Und für mich persönlich ist dieses Lernen enorm wichtig. Also, ich kann dir mal ein Beispiel dazu geben. Ich habe vorhin erzählt, ich habe dann diese Lieferservice, die Imbisse da betrieben. Und währenddessen dann noch studiert und mein Studium beendet, und dann dachte ich so, oh geil, jetzt bist du ja der, also ich wusste, nee, Gastro willst du nicht machen. Ich habe es nicht hinbekommen, das wirklich zu skalieren. Also, dass man wirklich sagen kann, ich habe jetzt hier ein Konzept, so wie McDonald's, ja, und das übergebe ich jetzt an jemand, und der macht die Qualität genauso, die Prozesse laufen, die Liebe im Essen ist zu spüren und so weiter, ne? Das hat nicht funktioniert bei mir. Wenn Ja. ich da war, hat das gut funktioniert. Sonst eben
sonst eben dann nicht. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Hilf mir auf die Sprünge. Was war die Frage? Die Frage war es, wann und wie du den nächsten Schritt findest Ah und ja, was dann der jetzt. nächste Schritt auch Ich habe konkret den ist. Gedanken wieder, ja. Und ich habe mir ein bisschen zu weit ausgeholt. So, und jetzt dachte ich erst mal so, okay, nee, das willst du nicht machen. Da hatte ich keine Lust mehr drauf, habe die Läden verkauft und dachte so am Arbeitsmarkt, jetzt wollen dich bestimmt alle, ne? Du hast irgendwie, ich glaube, insgesamt 30 Mitarbeiter oder so geführt. Ja. Du hast halt irgendwie unternehmerische Erfahrung, du hast jetzt ein BWL-Studium, also jetzt müssen sich ja alle mit Kusshand nehmen hier am Arbeitsmarkt. Und ich habe mich beworben, beworben und beworben, und habe nur Absagen bekommen. Ja, ich habe selbst Ja. eine Absage bei Lieferheld damals bekommen. Lieferheld war damals kein DAX-Unternehmen, sondern eine kleine Crazy. Pissbude. Ja. Und diese kleine Pissbude hat noch so ein Artikel über mich geschrieben. Ja, und ich habe mich dann da beworben, also so irgendwie. Ja, jüngster Unternehmer mit neuen Lieferservicen bei Ja, Lieferheld ja. so. Und dann habe ich mich da beworben im Verkauf und dann haben sie mich abgelehnt. Krass. Wahrscheinlich, weil sie dann auch Angst, und das habe ich von vielen dann gehört, Angst vor Ja. diesem unternehmerischen Denken dann gehabt haben. Ja. Ja, glaube ich. Und ja, das war ein Moment. Und dann habe ich aber an einem Startup angefangen und deswegen erzähle ich die Geschichte. Das nannte sich Resmio. Die haben Online-Reservierungssysteme für die Gastronomie gemacht. Und die haben mich nur genommen, weil sie irgendwie gesehen haben, ich habe was mit der Gastro gemacht. Ja, glaube ich. Ja, so dachte so, okay, passt ganz gut. Und da habe ich dann 4 Jahre insgesamt gearbeitet, habe den Verkauf quasi ja, aufgebaut. Ja, keiner wusste, wie man verkauft, ich auch nicht. Habe es dann da gelernt, habe mir es selber beigebracht und habe dann anderen auch das beigebracht und so weiter. Und dann war ich nach 4 Jahren in so einer Situation, irgendwie mit, ich weiß gar nicht wie alt, Mitte 20 oder so, habe um die 100.000 Euro, also sechsstelliges Einkommen verdient, Ja. habe gefühlt 3 Tage die Woche gearbeitet, also Montag, damals gab es sowas nicht wie Homeoffice, also für mich schon, aber für ganz wenige Menschen, ja, ich habe irgendwie Montag, Dienstag zu Hause Homeoffice gemacht Richtig und cool. habe so 3 Stunden gearbeitet, meine Termine für die Woche gelegt. Also ich war relativ effizient, ja. Ja. 3, 4 Stunden meine Termine gemacht, Montag, Dienstag. Und dann war ich Mittwoch, Donnerstag irgendwo in Deutschland unterwegs. Meistens so Hannover, Leipzig, Dresden. Also alles, was so im Umkreis von Berlin innerhalb von 3 Autostunden war. Da habe ich dann übernachtet und dort habe ich dann verkauft, ja. Und meistens habe ich dann schon so viel verkauft, dass ich und mein Unternehmen zufrieden war, ja. Und Freitag habe ich dann wieder Homeoffice gemacht und eher so ein Chilltag, ja. Und hatte halt so ein sechsstelliges Jahreseinkommen, Firmenwagen. Und alle meinten so, ey Maurice, das ist so ein geiler Job, den du hast, ja, du hast so ein geiles Leben und so weiter. Und ich meinte, ich kündige. Ja, So, krass. ja. Und habe dann diesen Job gekündigt, weil, warum? Weil ich nichts mehr gelernt habe. Ja, ich habe wirklich nichts mehr gelernt. Ich bin immer in Restaurants rein, habe da meine Termine gemacht, habe da mit Leuten gesprochen, die mich nicht mal richtig verstanden haben teilweise. Und dann viel über so Emotionen verkauft. Ja, die Leute haben irgendwie Ja. gesehen, ja, okay, guter, anständiger Deutsche, so nach dem Ja. Motto, der ist irgendwie überzeugt von dem, was er da redet. Ja, so war mein Eindruck, ja. Und das hat mich irgendwie nicht null weitergebracht, ja, außer dass das Geld gut war. So, und habe dann eben in einer Firma angefangen, in einer Online-Marketing-Agentur, wo ich jetzt auch noch bin, was eine Riesen-Challenge war, ja, also das war SEO, Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Rate-Optimierung, also gerade SEO zu lernen, für jemand, der da nicht aus dem Fach kommt, ist Ja, enorm voll, glaube ich. komplexes Thema, ja, und Glaube da ich. fing ich wieder voll null an Kannst du mir gerne mal und privat erklären, das Thema. Habe ich auch gar keine Ahnung von, aber es ist total wichtig. Also. Ja, und ja, also das war dann wieder, und jetzt bin ich eigentlich langsam wieder an dem Punkt, muss ich sagen, wo ich jetzt bei Leap in meiner Agentur bin, ja, wo auch schon wieder so das Level erreicht ist. Ich habe irgendwie die fetten Deals gemacht, größere Deals wird es jetzt aber auch nicht mehr geben und so weiter. Also ich bin wieder so an so einem Punkt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich bei Resmio verkauft habe, habe ich ja immer in Restaurants verkauft. Und ein Jahr später
Und ich saß irgendwie noch in so einer Pizzabude ein Jahr zuvor und habe so einen Vertrag gemacht. Ja, überall jetzt da Pizza gerochen und wir saßen da in der Küche, haben so schnell einen Vertrag gemacht. Und ein Jahr später saß ich in der Firmenzentrale von E.ON in München. Ja, Ja, krass. mit dem CDO da an dem Tisch. Und das war für mich so ein krasser Entwicklungsschritt, ne? Ja, auf jeden Und jetzt, Fall. jetzt saß ich aber schon bei ganz vielen CEOs und so weiter. Jetzt reizt mich das auch nicht mehr. Jetzt bin ich da auch nicht Ja. mehr nervös, ja. Und jetzt ist langsam eben wieder der nächste Lernschritt. Aber jetzt hätte ich den Lernschritt gehen können und wieder kündigen können. Oder was ich jetzt gemacht habe, ich habe nicht gekündigt, weil ich auch mit dem Inhaber gut befreundet bin, mit ihm guten Draht habe und so, und das noch nicht tun möchte, sondern ich habe nebenbei Dinge gemacht, die mich Ja, challengen, cool. wo ich lerne, ne? Genau. Also ich habe meine Smart Seller Academy gegründet, ich habe die MB Consulting GmbH gegründet. Ja. Und das sind jetzt gerade die Projekte, wo ich eben diesen enormen Lerndrang draus ziehe, nicht mehr mein Angestellten-Dasein. Ansonsten, wenn ich nur angestellt wäre oder bleiben wollen würde, dann würde ich jetzt kündigen und wieder was anderes machen. Ja, mega. Nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen von deinem Chef am Ende, dass wir dich jetzt alle auf die Idee gebracht haben, wieder zu kündigen, weil du nichts mehr lernst. Ach Aber dann du, ist das ja der, gut. ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin immer offen. Auch hier bin ich offen und auch zu ihm bin ich offen. Also es sind jetzt keine Ja. Geheimnisse, von denen er nichts weiß. Ja, sehr cool. Ja. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, was ich jetzt gerade merke und auch, was vielleicht auch ganz viele andere gerade merken in der aktuellen Lage, das Thema Homeoffice und effizient arbeiten ist natürlich eins, dass wenn man jetzt nebenbei noch ein paar Projekte macht, ich will jetzt hier keine Anleitung zum Arbeitszeitbetrug machen, aber wenn man jetzt im Homeoffice effizient arbeitet und seine 8 Stunden Arbeit zum Beispiel in 3 schafft, dann hat man ja rein theoretisch noch 5 Stunden Zeit für whatever, FIFA zocken oder halt auch was Sinnvolles machen. Ja, also, klar, ne? Also gerade bei mir im Vertrieb, mir ist der Zeiteinsatz scheißegal, und auch meinem Chef ist der genauso scheißegal. Ja, genau, das ist Was der es. von mir will, sind die Ergebnisse, ja. Und Ja. Ergebnisse sind bei mir Umsatz, ja. Und wenn ich keinen Ja. Umsatz mache, dann wird er irgendwann mich fragen, Maurice, was ist denn das da mit MB Consulting GmbH und Smart Genau, Seller genau. Academy? Das trägt irgendwie nicht zu deinem Wohle bei, offensichtlich, zumindest nicht zum Ja. Wohle meiner Firma. Jetzt erzähl doch mal, was machst du denn den ganzen Tag und so? Dann wird Ja, man ja. fragen, ne? Und da ich das natürlich weiß, will ich es nicht dazu kommen lassen und werde natürlich immer alles dafür tun, dass wir, dass die Zahlen eben stimmen. Und ich glaube, Ja. so eine Ergebnisse hat jeder. Und im Umkehrschluss natürlich, wenn ich jetzt herausragende Zahlen habe, dann kann ich auch eine Stunde am Tag arbeiten. Würde Ja, er zu mir genau. auch sagen, er würde auch zu mir, das geht halt nicht, ne? Also ich habe zumindest, geht nicht, wäre falsch, ja, aber ich habe zumindest noch nicht rausgefunden, wie ich eine Stunde am Tag für lieb arbeiten kann und die Ergebnisse erziele, Ja, die nächste Challenge, dann ja. kommt deine Ja, Lernkurve genau, wieder ja. ins Laufen. Ja, cool. Aber das ist es. Ich glaube halt nur, dass aktuell noch ganz vielen Chefs und Führungskräften dieses Mindset fehlt, zu sagen, eigentlich will ich doch nur die Ergebnisse. Und ob Maurice das jetzt in 3 Stunden macht, in 8, in 10 oder in 2, ist mir doch egal. Viele gehen irgendwie so rum, okay, du bist für 40 Stunden bezahlt und musst 40 Stunden wie so ein Zombie an deinem Arbeitsplatz sitzen und so tun, als würdest du arbeiten. Das ist es, glaube ich, wie Ja, viele aktuell noch ticken. es ist in vielen Bereichen vielleicht auch gar nicht möglich, ne? Also der Vertrieb eignet sich halt wunderbar dran, ne? Ja, das Weil du stimmt, klar. ganz, ganz Ja. klare Zahlen hast, woran du es festmachen kannst. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du OKRs kennst, Objective Key Results, Ach das so, ja, ich kann mir vorstellen, was es ist. von Intel, glaube ich, der Intel-Gründer hat es, glaube ich, mal gemacht. Und da überlegt man tatsächlich, wie man jede Jobposition auf einen Key Result, also in Form von Zahlen, ja, woran machst du das Ja. Ergebnis wirklich messbar? Worauf Ja. arbeitet jeder Einzelne hin? Worauf arbeiten wir als Unternehmen hin? Ja, Und genau. so wird das alles runtergebrochen. Und es ist sicherlich irgendwie möglich, aber es eignen sich auch einige Jobs besser dafür als andere. Ja, absolut. Ich würde auch unterschreiben, dass Vertrieb sich natürlich super messen lässt und deswegen ist es klar, wenn du dein Umsatzziel erreicht hast, dann kannst du deine Arbeit einstellen oder halt dein Ziel noch übertreffen, wie auch immer. Aber gutes Beispiel auch mit Intel.
Jetzt eine meiner Lieblingsfragen. Gibt es Buchempfehlungen? Du hast super viele Buchempfehlungen auf deiner Ja. Seite, aber Buchempfehlungen konkret zum Thema, wie werde ich Unternehmer? Tatsächlich habe ich wirklich oft öfter die Frage, so diese ganzen Unternehmerbücher, was ich da empfehle. Ich habe da keine Anleitung zum Unternehmer werden. Ich habe es von dem Felix Tönnesen hier, habe ich aber noch nicht ganz gelesen. Kann ich dir keine klare Empfehlung geben? Ich lese gerade eins Ja. vom Philipp, das sind meine aktuellen Stories, das ist sehr gut. Da schreibe ich Ja, demnächst mal die feiere ich übrigens Rezension. auch das Buch, also Ja, aus seinen also Stories das, heraus. Ich habe es selbst noch nicht ja, gelesen. das könnte tatsächlich auch von mir sein, aber ich bin jetzt auch erst bei Seite, weiß ich nicht, 100 oder so, aber sehr gutes Buch. Ich mal gleich auch mal holen und mich zeigen, aber also das ist bisher ein gutes Buch zum ganzen Unternehmertum, auch Mindset und so weiter. Warte Ja. mal. Philipp Semmelroth, den habe ich jetzt kennengelernt über den Livestream letztens mit dem Felix Beilharz zum Thema Fakes. Und er hat mir das Intro bei ihm gemacht. Hier, so sieht das aus. Der Titel, sehr plakativ, 55 Business Turbos für KMU, mehr Zeit, mehr Kunden, mehr Gewinn. Ja, muss man So also sieht das kaufen aus. vom Titel her, ja. Ja, genau, aber Cool. so sind die Titel ja immer alle, ne? Das hat immer recht wenig, finde ich, mit der Qualität zu tun. Und bisher gefällt es mir echt sehr gut. Aber ansonsten, ich habe nicht so diese Anleitung zum Unternehmer werden, da kann ich keine Empfehlung geben. Ja, okay. Also das von Felix Tönnessen habe ich zum Beispiel auch Und wie ist anderthalb Mal das? gelesen, sage ich mal. Also es ist ganz gut, wenn du nicht BWL studiert hast, stehen da auch die Basics drin. Ah ja. Andererseits, ich hoffe, Felix Tönnessen guckt dir jetzt nicht zu und sieht das nicht, glaube ich, dass es da auch Bücher gibt, die noch besser in der Richtung sind. Und ich sage mal, wenn man einen Tag Google-Recherche betreibt, dann kriegt man vielleicht auch 90%, was in dem Buch da drin steht, auch so raus, weil da halt auch so viele Sachen drin stehen wie, also was sind erstmal die Gesellschaftsformen und was sind die Vor- und Nachteile und solche Sachen. Also das ist super wichtig, auf jeden Fall, aber das findest du halt auch, wenn du es googelst und dich mit dem Thema beschäftigt. Aber trotzdem habe ich es anderthalb Mal gelesen. Also irgendwas scheint da dann doch zu sein. Genau, jetzt die nächste spannende Ecke, nämlich Fragen rund um den Bereich Immobilien, wo du ja auch sehr aktiv bist. Und die erste Frage interessiert mich auch, ich sag mal, das private Interesse so ein bisschen, was du dazu sagst, nämlich wie machst du Akquise für Immobilien? Also welche Portale nutzt du? Nutzt du überhaupt Online-Portale oder Zeitungen noch klassisch? Oder machst du das alles nur off-market über Kontakte? Wie kommst du also an deine Deals? Ich glaube, du hast ja jetzt gerade auch wieder irgendwie eine Immobilie gekauft zur WG-Vermietung, oder? Ah ja, nee, die Wohnung, die habe ich letztes Jahr gekauft. Okay. Der Eigentümer oder die Töchter des Eigentümers haben wir jetzt noch ein Jahr drin gelebt. Das war irgendwie Teil des Deals, ja, dass die noch ein Jahr zur Miete da wohnen konnten. Und die Wohnung habe ich jetzt am 30.06. übernommen und dann eben jetzt schnell renoviert und als WG wieder zur WG-Vermietung fertig gemacht. Und ich hatte jetzt ja, glaube ich, gestern in meiner Story mal die Wohnung eben gezeigt und Ja. was in einem Jahr jetzt passiert ist hier auf dem Berliner Wohnungsmarkt, ist super krass. Also ich habe die damals schon auch sehr gut eingekauft aus meiner Sicht. Also 2.900, weiß nicht, 50 Euro auf dem Quadratmeter, knapp unter drei, sagen wir mal. Es geht ja für Und Berlin. in dem Haus hat jetzt ein Bekannter von mir, der meinte, Maurice, wir haben im selben Haus eine Wohnung gehabt. Ich habe die nämlich gerade für 6.200 Euro verkauft. Und ich so, Alter, Ja, was? sehr schön. Ja, also wirklich verrückt. Gerade auch Berlin-Neukölln ist jetzt nicht sicherlich Berlin-Mitte-Gendarmenmarkt oder so, ja, sondern schon eine andere Ecke. Also die Kaufpreise gerade sind brachial. Und Ja. ja, wie habe ich die Wohnung gefunden? Über Immobilien-Scout. Also diese Deals gibt es tatsächlich immer noch, aber eben nicht über Immobilien-Scout. Indem ich jetzt mal auf Immobilien-Scout gehe und mal kurz reingucke und dann sage, na, das, was der Maurice sagt, stimmt ja gar nicht, weil bei Immobilien-Scout gibt es gar keine Wohnung in Berlin für 2.950 Euro auf dem Quadratmeter.
So funktioniert das nicht, sondern du musst dir tatsächlich Alerts einstellen. Ne? Also über die Suchfilter, das kann man relativ einfach sagen, okay, wo will ich kaufen, was ist für mich interessant, was soll das kosten pro Quadratmeter und so weiter. Und immer dann, wenn eine Wohnung zu diesen Suchkriterien erscheint, musst du halt schnell sein. Weil diese Wohnungen sind dann meistens, also manchmal sind die auch nur eine halbe Stunde drin, weil zum Beispiel der Makler dann innerhalb von einer halben Stunde schon 30 Anfragen kriegt und dann sagt er sich halt, nö, das reicht mir jetzt, 30 Anfragen, die arbeite ich jetzt erstmal ab, zack, ist die wieder runtergenommen. Das heißt, wenn all das, was du jetzt auf ImmoScout findest, ist der Scheiß, der im Grunde übrig geblieben ist. Ja? Ja, so Das ist heißt, es. diese Portale kannst du nur nutzen mit diesen Alerts und diese Alerts musst du dir dann sogar auch super schnell einstellen. Also sicherlich irgendwie, dass du nicht, selbst einmal am Tag wäre zu langsam für so ein Glaube ich Alert, sondern auch. wahrscheinlich einmal die Stunde oder so, wenn du das richtig aktiv jetzt betreiben willst und die wenigen Rosinen da noch rauspicken willst. Ich denke, dann ist das der Weg. Ansonsten bin ich der Falsche für die Frage, weil ich nicht besonders gut da drin bin, gute Immobilien zu finden, weil ich habe ja nur fünf. Also, wen könnte man da fragen? Ronald müsste man fragen, der hat nämlich 150 Wohneinheiten oder so ähnlich. Der ist in Akquise deutlich besser als ich. Was ich jetzt mache oder machen möchte, ist tatsächlich, ich suche mir oder ich habe mir einen Partner gesucht, der in dem Thema nämlich viel, viel stärker ist. Und worin ich stark bin, ist in der Finanzierung. Ich kann Eigenkapital beschaffen und so weiter. Und da dann ein Co-Investment zu machen, weil ich würde viel, viel, viel lieber viel mehr kaufen, weil ich die Finanzierung bekommen würde. Aber ich finde eben keine sinnvollen Objekte und ich habe auch keine Lust, Scheiße zu kaufen. Und deswegen kaufe ich gerade gar nicht. Und das macht mich sozusagen, das stört mich viel mehr. Ja, mega cool. Also ich hoffe, meine Freundin guckt gerade zu, weil die macht das genau so, wie du gesagt hast, wie man es nicht machen soll. Nämlich ab und zu mal bei ImmoScout und so ein bisschen durchstöbern und dann auf den richtigen Deal hoffen. Das kann vielleicht auch mal, wenn sie genau in der richtigen Minute guckt, Nee, funktionieren, aber das wäre Schicksal dann fast schon, genau. ne? Aber es wird selten funktionieren, weil das mit den Alerts ist ja jetzt auch kein absoluter Geheimtipp, weißt du, die ganzen Ja, Investoren klar. und so, die machen das ja alle so. Es gibt auch ein paar Meta-Suchmaschinen, da kann man sich auch, also Meta-Suchmaschine bedeutet, die dann quasi mehrere Portale zusammenfasst. Und Ach, das sind krass. dann meistens Tools, die kosten auch ein bisschen was. Aber da kannst du dann sagen, okay, ich suche in Berlin, meinetwegen Neukölln, jetzt mein Beispiel, also sagen wir zwei Zimmerwohnungen, weil ich will eine WG machen und die soll, naja, Minimum 50, maximal 70 Quadratmeter haben und die soll pro Quadratmeter maximal 3000 Euro kosten. Und jetzt schicke mir ein Alert, wenn auf irgendeinem der Portale, also ImmoWelt, ImmoScout, eBay Kleinanzeigen und so weiter, irgendwas kommt und diese Meta-Suchmaschine, die scannt quasi alle und ich brauche nicht bei jedem Einzelnen ein Alert einstellen. Sowas gibt es auch, also Ja, wenn man cool. noch eine Stufe weitergehen will. Mega gut. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, aber das sind dann bestimmt ein paar gut investierte Euros. Ja, gerade bei Immobilien, ne, wenn du irgendwie überlegst, du willst was kaufen für ein paar hunderttausend oder so, naja, sowas kostet, weiß ich, 40 Euro im Monat oder so, Ja, ne? genau. Dann macht das schon Ja. Sinn, sicherlich. Ja, finde ich cool. Und auch was du gesagt hast, was ich mega finde, und ich glaube, das ist ein Punkt, der extrem wichtig ist. Du hast gesagt, das kann ein anderer viel besser als ich und deswegen lasse ich ihn das machen. Ich bin dann gut darin, irgendwie Kohle zu beschaffen. Und ich glaube, das ist das, was viele, ich wahrscheinlich auch selbst, lernen müssen, irgendwie auch mal Dinge abzugeben und dann zu schauen, was kann ich gut, was kann vielleicht jemand anders gut, den ich kenne, und das dann so ein bisschen zu delegieren und irgendwie aufzuteilen. Ja, ich denke, also bei dem Thema Immobilien denke ich immer, also welche Asset-Klasse hat die höchste Rendite? Was denkst du? Also ich glaube, also wenn du das auf Eigenkapitalrendite beziehst, dann sind Immobilien schon krass, weil ja rein theoretisch, also ich weiß gar nicht, ob es krasser geht, weil rein theoretisch kannst du dir ja eine Immobilie kaufen, ohne einen einzigen Cent von deinem eigenen Geld zu investieren. Und dann bist du halt bei dem Thema Rendite
eigentlich im Unendlichen. So, ob Ja. das gut ist oder schlecht, sei erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, deswegen ist Immobilien schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du was Besseres weißt. Was legal ist. Ja, ich aber. weiß was Besseres aus meiner Sicht. Das sind immer die eigenen Unternehmungen. Ja, Also, okay, guter Punkt. wenn du in dein eigenes Unternehmen investierst, dann kannst du Werte schaffen, die sind viel höher als in jedem Immobilieninvestment, ne? Also, Ja. wer sind die reichsten Menschen der Welt? Sind es diejenigen, die Immobilien gekauft haben? Nein, die haben zwar auch alle Immobilien gekauft, aber erst nachdem sie reich geworden sind. Ja, die Ja, sind nicht mit genau. Immobilien reich geworden. Also jedenfalls, wenn ich mir die Top 10 angucke. Von daher, was haben diese Menschen gemacht? Die haben ihre Zeit nicht mit der Suche von Immobilien nicht verschwendet, aber darauf fokussiert, sondern die haben ihre Zeit komplett in ihre eigenen Unternehmen gesteckt, ja, und diese groß Ja. gemacht. Und das ist dasselbe. Ich sehe aus meiner Sicht gerade viele Dinge, die mehr Sinn machen, in mich selber die Zeit zu investieren, in meine Unternehmung die Zeit zu investieren, als mich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, weil ich glaube, dass das der viel, viel größere Hebel am Ende Ja. sein wird. Cool. Und ich würde aber am liebsten beides machen. Und was ist also die Lösung? Also muss ich mir jemand suchen, wenn ich das selber nicht auf die Kette, nicht auf die Kette kriege, das ist ein falscher Ausdruck, wenn ich keine Lust habe, da Zeit zu investieren, ne? Ja, Weil keine ja. Zeit finde ich auch immer ein schlechtes Wort, weil wir alle Menschen haben Zeit, aber ich habe keine Lust, Ja, mich darauf zu 100%. fokussieren, ja. Ja, cool. Sehr spannend. Der nächste Punkt ist etwas spezieller, aber interessiert mich auch wieder. Ist übrigens eine richtig gute Idee, merke ich gerade, dass deine Leute Fragen stellen, die mich total interessieren und ich hier super viel gerade lerne. Total witzig. Punkt oder Thema WG-Vermietung. Wie gehst du da vor? Hältst du es besser, einen gemeinsamen Mietvertrag irgendwie mit einem Hauptmieter zu haben oder mit jedem einzelnen WG-Bewohner einen separaten Mietvertrag? Also erstmal, ich bin ja noch dabei, dieses Modell WG-Vermietung zu validieren, ja. Ich habe es jetzt seit 2 Jahren, 2019 habe ich damit angefangen. Ja, habe ich damit angefangen. So, jetzt Ja. bin ich bin nicht, nur weil ich WG-Vermietung mache, heißt das noch lange nicht, dass ich der Vertreter der WG-Vermietung bin und sage, das ist absolut top, ja. Ich merke gerade, dass es sehr viel Arbeit ist. Und natürlich erziele ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier so eine Rechnung aufmache und die Rendite vorrechne, dann habe ich auf dem Blatt Papier ganz tolle Renditen, ja, weiß ich nicht, 7%, 8% oder was auch Ja. immer. Aber was in dieser ganzen Rechnung ja gar nicht auftaucht, ist meine eigene Arbeitszeit. Das heißt, diese Rechnung verarscht mich im Grunde und würde auch alle anderen verarschen jetzt, Ja, ja. ja, ja. Weil wenn ich jetzt meine eigene Arbeitszeit rechnen würde, dann macht es wahrscheinlich bald schon Minusrendite hier das Ding. Also ich bin gerade noch am Validieren überhaupt, wie viel Arbeitszeit kostet es überhaupt, so ein Modell zu betreiben? Und dann wäre die nächste Frage, wenn ich das mal verstanden habe, wie viel Arbeitszeit das bedeutet, welche Aufgaben sind dafür wichtig und so weiter. Jetzt wäre wieder der nächste Schritt zu überlegen. Wer kann das dann für mich erledigen? Ja, wie kann ich Ja, diese Arbeit genau. outsourcen? Weil die macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja, wenn gerade 10 Minuten vor diesem Livestream mir die neue Mieterin schreibt, hey Maurice, mein warmes Wasser geht nicht. Ja. Ja, und jetzt stehe ich wieder da, Alter, und denke mir, oh Mann, ey, fuck, warum denn das nicht? Ja, jetzt geht da Ja. irgendwie der, weiß ich nicht, die Therme in der Küche nicht und, ich habe ja gesagt, ich habe zwei linke Hände und jetzt kann ich mich um eine Lösung bemühen, ja. Ja, Das sind so witzig. Dinge, die überhaupt keinen Spaß machen. Und natürlich siehst du bei Instagram jetzt irgendwie hier, wow, krasser Preis und so weiter, ja, krasse Rendite. Aber da sind eben auch noch ein paar Punkte drin und die bin ich am Lösen. Und Immobilien bedeutet aus meiner Sicht und auch Unternehmertum, eben Probleme lösen. Ja, Ja, und 100%, auf jeden Fall. das ist mal macht das halt mehr Spaß und mal weniger, ja. Ja, Und ja. ja, und deine Frage jetzt, Einzelvertrag, also jeder Mieter einzeln oder gesamt, aktuell tatsächlich jeder einzeln. Aber das liegt eher damit, was ich für Mieter bisher gefunden habe.
Ich glaube, was theoretisch noch viel geiler ist, um gerade so ein bisschen die Probleme outzusourcen, ist tatsächlich einen Hauptmieter zu suchen, der irgendwie sagt, hier, Maurice, pass auf, ich bin jetzt super zuverlässiger Typ irgendwie, ich werde jetzt hier irgendwie 5 Jahre in Berlin studieren. WG ist genau mein Ding, ja, aber ich will mir auch die Leute selber aussuchen, habe irgendwie coole Eltern, die bürgen auch für den Vertrag, und lass mich mal machen hier. Ich unterschreibe das Ding. Das wäre mir natürlich die Ideallösung, weil Ja, dann klar. kümmert sich der um neue Mieter und so weiter. Aktuell muss ich Ja. das dann immer tun und dann müssen die sich Ja. auch erstmal wieder verstehen und so weiter. Also, ich werde jetzt hier nicht die Fahne schwingen für WG-Vermietung. Ja, ich habe es nur gemacht, um auf vernünftige Renditen zu kommen, Ja. damit sich das geil rechnet, damit ich überhaupt die Dinger gekauft habe. Ja, aber ob das im Nachhinein so gut war, das wird man am Ende sehen. Ja, cool. Also ich glaube auch, dass WG-Vermietung wahrscheinlich echt renditetechnisch deutlich besser ist, wie, keine Ahnung, möblierte oder Kurzzeitvermietung oder so ein Kram. Aber auch wie du sagst, ob man dann wegen 4, 5% mehr Rendite dann die Arbeit auch reinstecken will, das muss man dann halt irgendwie sich überlegen und jeder für sich entscheiden. Nee, also Ja. nicht wie möblierte oder Kurzzeitvermietung. Weil die ist ja noch, also eine Kurzzeitvermietung hättest du noch höhere Renditen, weil du ja noch mehr Aufwand hast. Also wenn du zum Beispiel, wenn ich da jetzt einen Airbnb draus machen würde, dann würde ich noch mehr Mieteinnahmen erzielen, Ja, weißt du? Weil da stimmt. Ja, ja. kannst du jetzt für 2 Zimmer, sagen wir, weiß ich nicht, 100, 120 Euro die Nacht nehmen. Und naja, wenn du unter Volllast hast, 30 Nächte, ne, dann machst du nochmal dreimal so viel Umsatz, theoretisch, wenn es bei 100%iger Auslastung hast du ja nicht Ja. immer. Aber selbst schon dann bei 50%iger Auslastung hättest du mehr Mieteinnahmen als so, aber auch viel mehr Arbeit, ne? Also, was du meinst, ist dann als Normalvermietung, ne? Genau, ja, Ja. richtig. Okay, cool. Dann noch eine Frage, die auch in die Richtung geht. Wie hast du eigentlich, sofern es das Wort Leidenschaft trifft, deine Leidenschaft zu Immobilien entdeckt? Und von demselben Follower wurde auch dazu noch die Frage gestellt, und worauf achtest du besonders bei Immobilieninvestments? Nee, also Leidenschaft wäre sicherlich übertrieben gesagt. Was mir an Immobilien gut gefällt, ist der enorme Fremdkapitalhebel, ne? Also wenn du dir mal überlegst, ich muss das nochmal richtig runterrechnen, ich habe mal eine Wohnung gekauft, 2016 in Werder bei Berlin. Damals hatte ich gar keine Ahnung von Immobilien. Es war so eine klassische Vertriebsimmobilie. Ich habe irgendwie gutes Geld verdient und dachte, ich muss irgendwas für die Altersvorsorge tun. Und dann wurde mir das angeboten, kurz mal so vorgerechnet. Und Ja. dann habe ich gesagt, ja, okay, das mache ich. Dann habe ich immer mehr jetzt gelesen und so weiter. Und 2018 dann, glaube ich, auch so Immocation gelesen und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann das Wissen und habe dann angefangen. Und 2019, wie war das jetzt? 2019 drei Wohnungen gekauft und 2020 noch eine Wohnung, ja. Und Leidenschaft war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass ich diese Wohnung komplett ohne eigenes Geld gekauft habe, und mir das von der Theorie so gefallen hat. Ja, ich nehme fremdes Geld, kaufe etwas und ab Tag 1 verdiene ich monatlich Geld. Das ist ja enorm Ja, geil, ja. Das auf hatte jeden ich Fall. irgendwie, den Gedanken fand ich geil. Und ich verdiene nicht nur ab Tag 1 Geld, sondern der Mieter zahlt auch noch meine Tilgung, ja, meine Zinsen, meine ganzen Kosten. Ich habe Ja. natürlich jetzt erstmal nicht meinen Aufwand gesehen, ja, aber nur das Ja. erst meiner Theorie hat mir gefallen. Und jetzt ist ja noch was dazu gekommen durch diese Preisentwicklung. Sind natürlich enorme Werte entstanden. Also ich habe fremdes Geld genommen und habe eigenes Vermögen geschaffen, ja. Also ich glaube, die Wertentwicklung meiner Immobilien sind jetzt schon 500.000 Euro in den paar Jahren, die jetzt da Ja. geschaffen wurden, ja, die jetzt mein Vermögen wären, wenn ich jetzt verkaufen würde, ne? Und das ist halt ein krasser Hebel. Für 500.000 Euro muss ich verdammt viel schrubben, ja. Das ist und das Ja. Krasse bei diesen 500.000 Euro ist ja dann auch, wenn ich sie dann verkaufe, also in
2019, 2029, ne? Das heißt in 8 Jahren, dann sind sie auch noch netto, weil der Gewinn nach der 10-Jahresfrist ist steuerfrei. Ja. Und für 500.000 Euro netto muss ich noch viel mehr schrubben, ja? Da muss ich schon doppelt so viel schrubben, ja, wie für Ja, 500.000 genau. Euro, ja? Und das finde ich geil an Immobilien, aber das heißt nicht, dass ich leidenschaftlich für Immobilien bin. Was ich sehr schön finde an Immobilien ist, wenn ich eine Wohnung übernehme und die sieht Katastrophe aus und ich renoviere die, meine Frau sucht die Möbel zusammen, ja, und das wird so schön möbliert und ich komme da sogar ein wie gestern, deswegen habe ich das mal gezeigt. Ja. Und dann sieht das einfach geil aus. Dann habe ich da einfach so einen wunderschönen Wohnraum erschaffen. Naja, und dann kommen Mieter rein und dann sieht es wieder Ja, das ist dann leider so, ne? Aber ich glaube, scheiße das lohnt sich dann vielleicht trotzdem. Unterm Strich, du hast es gerade beschrieben. Und das ist halt dieser krasse Effekt bei Immobilien, das, was du gerade gesagt hast. Also Wertzuwachs, Thema Steuer, steuerfrei verkaufen nach 10 Jahren, all solche Sachen, fremdes Geld und damit halt richtig Geld verdienen. Das sind all die Sachen, die halt Immobilien, glaube ich, so mega interessant machen, ne? Also richtig gut beschrieben. Und beim Thema fremdes Geld ist es auch so, glaube ich, wie du sagst, also vielleicht, wenn man so ein guter Verkäufer ist wie du, dann kann das funktionieren. Aber wenn du zur Bank gehst und eine Immobilie kaufst, dann geben sie dir gerne Kohle dafür. Wenn du zur Bank gehst und sagst, ich habe hier die super Aktie oder ich will in Aktien investieren, ich glaube, da wäre es schon interessant oder schwierig, dieselbe Menge an Geld fürs Aktieninvestment zu bekommen. total, ne? Also in der Höhe wird es auf keinen Fall gelingen, glaube ich nicht. Also nicht mit dem, ich sag mal, mit dem klassischen Angestelltengehalt, auf keinen Fall. Also Ja. wenn du jetzt sagen wir mal 3.000 Euro netto verdienst, eine gute Haushaltsrechnung hast, also keine Konsumkredite, Leasingverträge etc., Ja. das rechnet sich Monat für Monat gut bei dir. Du hast vielleicht schon erste Ersparnisse, 10.000, 20.000 Euro jetzt über die Jahre gemacht. Dann kriegst du bestimmt Kredite für 500.000, 600, Ja. 700, 800.000 für Immobilien, ja. Ja. Aber nicht für Aktien, ja. Da kriegst du vielleicht auch einen Kredit, weiß ich nicht, wie hoch der sein mag, aber nicht in diesem Verhältnis. Und das ist das Ja, Schöne. glaube ich Ihr auch. sagte gerade noch, Ehegattenschaukel musst du dann machen. Ja, tatsächlich ist die eine Option. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, den wir hier nochmal mit einpacken können. Also Ehegattenschaukel meint, dass du nach der 10-Jahresfrist kann ich ja steuerfrei verkaufen und ich könnte jetzt zum Beispiel meine Frau steuerfrei verkaufen. Ja. Ja? Und das hat dann wieder immense Vorteile für die Abschreibung zum Beispiel, weil meine Abschreibung berechnet sich jetzt in Neukölln. Gut, das ist jetzt wieder zu komplex, aber auf jeden Fall, ich habe die Wohnung für 197.000 Euro gekauft, davon entfallen meinetwegen 100.000, um es mal einfach zu haben, auf Gebäude. Und von diesem Gebäude kann ich 2% im Jahr abschreiben, das heißt 2.000 Euro. Wenn ich in 10 Jahren oder in 9 Jahren jetzt die Immobilie für 600.000 Euro an meine Frau verkaufe und davon entfallen 300.000 aufs Gebäude, dann kann ich schon 3.000 Euro. Ja, 6.000 Euro im Jahr abschreiben, ne? genau. Und das ist dreifache Abschreibung im Jahr. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil daran. Die Wohnung schreibt, der bleibt im Bestand, ne? Du müsstest sie nicht an jemand Fremden verkaufen und dann weitere So zehn ist es. Jahre später kann die Frau wieder an dich verkaufen und so weiter. Also Ja. das ist eine Option. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, viele betrügen sich um die Option oder betrügen ist das falsche Wort. Sie sorgen dafür, dass sie die Option gar nicht mehr haben aus romantischen Gründen, weil sie zum Beispiel sagen, hey, wir sind jetzt verheiratet und wir hatten auch die Gedanken erst so, ja, wir sind jetzt verheiratet, ab sofort kaufen wir alles zusammen. Ja, Ja. was aber steuerlich die Katastrophe dann ist, weil du diese Option sozusagen wegnimmst und das ja gar nicht notwendig ist, wenn du jetzt keinen Ehevertrag zum Beispiel hast, dann gehört dir sowieso beides in gleichen Stimmt. Fällen, Ja, ja? stimmt. Also brauchst du es nicht in den sozusagen in den Vertrag schreiben, dass ihr das jetzt auch zusammen kauft. Von daher Ja. sind diese romantischen Gründe in dem Moment fehl am Platz. Ja, hast du recht. Cool. Ich glaube, da kann man auch einen ganzen, also mit
ich glaube, Zacharias Zaster heißt er ja, ne? Hast ja auch schon einen Podcast gemacht über die ganzen steuerlichen Vorteile von Immobilien. Ich glaube, da kann man auch ein Buch drüber schreiben, gibt es vielleicht auch schon. Aber super spannendes und wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja. Ja, ein Punkt, ich glaube, der ist für viele gerade so für den Start auch total interessant und vielleicht kannst du da was zu sagen. Die Frage ist, wie erhalte ich einen Kredit im sechsstelligen Bereich ohne oder mit wenig Eigenkapital? Und das Gehalt desjenigen liegt so roundabout bei 2.500 Euro netto. Wie viel? 2.500? Ja, 2.500 Euro netto. Ja, genau. Also erstmal Finanzierung. Wie setze ich die Finanzierung zusammen? Erstmal aus deinem persönlichen Teil und aus dem Objektteil. Ne? Das sind die beiden Dinge, die jetzt die darüber entscheiden, ob dir die Bank eine Finanzierung gibt. Und jetzt wird ja schon ganz schnell klar, man kann die Frage gar nicht pauschal beantworten. Stell dir vor, du findest jetzt ein Objekt, was einen Marktwert hat von 200.000 Euro. Und du findest aber jemand, der verkauft dir das für 120.000 Euro. Und du gehst jetzt zu der Bank hin und sagst, hier, pass mal auf, Bank, ich habe hier ein Objekt, 120.000 Euro, guckt euch das mal an. Und die so, wow, was ist denn das Geiles? Wir schütten dich mit Kohle zu. Natürlich kriegst du von uns das Geld, weil das ist 200.000 Euro jetzt wert. Und selbst, und jetzt, jetzt berechnet die Bank quasi den schlimmstmöglichen Case und sagt, ja, wenn jetzt Immobilienblase und die Welt geht unter, dann würden wir immer noch 120.000 dafür bekommen. Also selbst im schlimmsten Fall. Und wenn dieser Wert im Grunde 120.000 ist und du zahlst einen Kaufpreis für 120.000, dann hat die Bank ja gar kein Risiko bei dem Kredit, weil sie gibt dir dann das Geld. Aber solange du das Geld nicht zurückgezahlt hast, gehört die Bank ja auch nicht dir, sondern die Immobilie nicht dir, sondern der Bank im Grunde. Ja, genau. Und dann hat sie ja kein Risiko, dir das Geld zu leihen. Ja, also dann wäre im Grunde so ein Case, wo es No-Brainer für die Bank ist, dir Geld zu geben. Jetzt musst du natürlich sowas erstmal finden. Ja, also das macht es schwer, aber nur mal als Beispiel dafür. Und der persönliche Anteil, ich glaube, der ist der, den hast du in der Hand. Ja, also es gibt jetzt Leute mit 2,5 netto, die geben 2,6 im Monat aus. Das ist natürlich, ne? Also wenn das so ist, dann kriegst du natürlich keinen Kredit. Ne? Ja. Und wie sieht das die Bank? Die Bank schaut sich deine Kontoauszüge an. Genau. Die Bank prüft die Schufa. Die Bank guckt sich an, welche Konsumkredite hast du laufen. Wenn du Konsumkredite hast, kriegst du da brachiales Minus rein. Ein Konsumkredit sagt immer der Bank, du kannst nicht mit Geld umgehen. Und würdest du einem Menschen Geld leihen, der nicht mit Geld umgehen kann? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, sorge erstmal dafür, dass deine sozusagen dein persönlicher Part, dein eigenverantwortlicher Part erstmal erfüllt ist. Und dazu gehört eine saubere Haushaltsrechnung, nennt man das, also Einnahmen versus Ausgaben jeden Monat, dass das ein vernünftiges Plus darstellt. Und das zweite ist die Vermögensbilanz. Und Vermögensbilanz meint, ja, auf der aktiven, aber auf der linken Seite stehen alle Vermögenswerte, also Depot ist ein Vermögenswert, wenn du Immobilien hast, wäre jetzt in dem Case alles nicht da. Ne? Also gut, da auf der linken Seite steht nichts, dann sorge zumindest dafür, dass auf der rechten auch nichts steht, nämlich da stehen deine Schulden, ja, irgendwelche Verbindlichkeiten, ja, Autokredit und so weiter. Und ja, wenn das eben sehr sauber ist, also wenn du jetzt, stell dir vor, du hast eine Haushaltsrechnung, verdienst 2,5 netto, machst aber 1,5 plus im Monat. Naja, dann kann doch die Bank, und jetzt kannst du mal grob rechnen, pro 100.000 Euro, was dir die Bank leiht, werden 300 Euro Finanzierungskosten fällig. Nur so als bei einer 4%, also Tilgung plus Zins, 300 Euro. Ja? Das heißt, jetzt hat derjenige 2,5 Einkommen, macht aber 1,5 plus. Jetzt kannst du ja ausrechnen, ja, wie viel cool für die Bank noch wäre. Also, ne, wenn du jetzt sagst, 200.000 willst du dir leihen oder 300.000, bei 300.000 wären das 900 Euro Finanzierungskosten im Monat in etwa. Ja. Das heißt, der hätte immer noch einen Puffer von 600 Euro. Das heißt, für die Bank ist doch der Case immer noch relativ cool, ja. Und so mal ganz grob sich in die Bank reinversetzen. Und genau mit den Gedanken gehst du jetzt auch zur Bank und erklärst der Bank, warum du
ein geiler Deal für die bist. Also jetzt ist wieder Life is a Sales Pitch, mein erstes Buch wird so heißen, ja. Jetzt verkaufst du der Bank, warum du eine geile Wahl bist, ja. Und das musst Ja. du denen aufzeigen. Und wenn du genau so redest und genau das so erklärst, wie ich dir gerade erklärt habe, also Punkt Nummer eins, das Objekt mal darzustellen, zu sagen, hey, das ist cool, bla bla, dich selber darzustellen. So, und dann sehen die schon, wow, okay, ich kann ja richtig gut mit Geld umgehen, ja. Natürlich leicht dem Geld. Ja, die verdienen ja damit ihr Geld, ne? Die wollen ja genau so eine Leute finden, die todsicher ihr Geld zurückzahlen und die Ja. Zinsen. Ja, sehr schön. Jetzt hast du auch gleich schon Werbung für dein Buch gemacht. Perfekt. Und ich glaube, nach der Das Story sind. verkauft, da kauft auch jeder. Das bringt leider nichts, weil Mega. mein Buch noch gar nicht geschrieben ist und in meinem Kopf drin ist. Und Ja, gut. derzeit ich mich auf andere Dinge konzentriere. Ja, aber vielleicht erinnert sich dann jemand, wenn es soweit ist, dann nochmal Ja. daran, an den Stream hier und denkt so, das war doch Life as a Sales Pitch, das muss ich lesen. Ja, cool. Sehr schön. Und dann eine fiese Frage, die kannst du ganz Ja. kurz beantworten oder super lang, glaube ich. Wenn du nur eins wählen darfst, was würdest du dann nehmen? Immobilieninvestments oder Aktieninvestments? Und jetzt, also das kommt jetzt von mir, aber das glaube ich passt, bei Aktien jetzt nicht irgendwie Reiz dann nehmen oder so, also sondern Aktien, die nichts mit Immobilien zu tun haben oder Immobilien. Puh. Also das ist, glaube ich, ein Mut, der ständig bei mir wechselt. Also weil ich an einem Sonntag um 19:50 wieder mit einer Mieterin gesprochen habe, weil ich gestern in der Wohnung war am Samstagabend, ja, also weil Immobilien ich gerade viel Zeit investiere, antworte ich jetzt gerade tatsächlich Aktien. Wenn die Dinger jetzt wieder alle vermietet sind und du mich dann fragst in einem Monat, dann antworte ich wahrscheinlich Immobilien aufgrund von diesem Fremdkapitalhebel. Also, und das, warum ich viel damit zu tun habe mit den Immobilien, liegt auch nicht per se an Immobilien, sondern nur an meinen schlechten Prozessen. Ja, ich habe dafür noch keine Prozesse. Ja. Wenn es dafür bessere Prozesse gibt, die ich dann gut durchdelegiert habe, dann ist das Thema auch besser erledigt und daran arbeite ich gerade. Weil mein Ziel in der richtigen Konstellation ist tatsächlich schon, dann mal 100 Wohnungen zu kaufen oder so, ja. Aber dazu müssen Crazy. eben die Prozesse auch richtig dann stehen. Und das macht, glaube ich, schneller oder da ist der größere Eigenkapitalhebel einfach als bei Aktien, ja. Bei Ja. Aktien sauber, nicht zu, du hast so wie, wenn du aus meiner Sicht eine reine ETF-Strategie fährst, was ja rational wissenschaftlich erwiesen das Bessere sogar noch ist, in den Markt zu investieren, hast du im Grunde gar keine Arbeit. Einmal im Jahr vielleicht mal ein bisschen nachzujustieren, Rebalancing zu betreiben. Aber auch Ja. das musst du aus meiner Sicht gar nicht so unbedingt tun, ja. Aber du hast eine Rendite von, weiß ich, im Schnitt 8%, 7 bis 8%, meinetwegen inflationsbereinigt bei 6 oder so. So, und schneidest noch besser ab als 90% der Anleger da draußen, ja. Du hast gar keine Arbeit. Und Ja. das ist Immobilien, so wie ich sie kennengelernt habe, bei meinen Prozessen nicht der Fall. Ja, coole Antwort. Und wie du siehst, die erste Vorbestellung hast du schon drin für dein Buch. Übrigens. Ja, Sehr schön. das wird natürlich das teuerste Buch der Genau. Genau. Welt. Ja, perfekt. Ja, jetzt sind wir schon lange dabei und jetzt kommen die interessanten und fiesen privaten Fragen. Na dann los, ja. Wenn du mit 95 Jahren auf deiner Terrasse sitzt, was willst du dann über dein Leben sagen? Mega diepe Frage. Ja. Also, was sich total bei mir verändert hat, was aber auch ein Prozess ist, ich versuche das Leben immer mehr wie ein Spiel zu sehen. Und Ja. ich will in diesem Spiel, also ich weiß nicht, ob du Counter-Strike mal gespielt hast, Nee. FIFA. ich will nicht nur eine Map gespielt haben, nicht nur eine Karte gespielt haben, nicht nur ein Level Ja. gespielt haben, ja. Und das, was viele Menschen tun, die spielen immer nur ein Level in ihrem Leben, ja. Und in einem Computerspiel wäre das der Wahnsinn, wäre das total langweilig. Im realen Leben machen das aber Ja. viele. Und Ja. ich will dann mit 95 eben gesagt haben, ich will wirklich möglichst viele Computerspiel-Levels erlebt haben, ja. Also an unterschiedlichen Orten gelebt haben, Ja. unterschiedliche Berufe ausgeführt haben, unterschiedliche
Begegnung gemacht haben und so weiter, ne? Also Ja. das ist das, was mich total reizt und Cool. das versuche ich jetzt in mein Mindset so zu integrieren und eben auch so meine Entscheidung zu treffen, ja. Ja, richtig cool. Mega, das Computerbeispiel ist auch krass. Sehr cool. Die nächste Frage ist, wie kommst du richtig zur Ruhe bei all dem, was du machst? Und du hast wohl mal in einem Podcast, habe ich sogar auch gehört, was zum Thema Monkey Brain gesagt. Und was meinst du damit? Was ist für dich? Was ist das Monkey Brain? Komme ich zur Ruhe und was ist Monkey Genau. Brain? Das glaube ich, das falsche Wort. Habe ich das so gesagt? Ich überlege Also ich gerade, weiß nicht was genau, ich aber gesagt habe. Aber Monkey Brain ich ist weiß schon, cool. was du sagen willst. Also letztendlich geht es darum, diese innere Stimme, dieser innere Dialog, den wir ständig mit uns selbst führen. Also ich weiß nicht, wie stark der bei dir oder bei euch ist, ja. Bei mir ist enorm stark. Also hier redet was den ganzen Tag, ja, innerlich, ja, also den ganzen Tag. Das rattert bei mir wirklich sehr stark und bei mir ist es sogar teilweise so, dass ich deswegen auch nicht so lange schlafen kann, weil ich wach dann, gerade im Sommer jetzt, die Vögel sind mega laut hier und dann wache ich so um 5 auf und dann rattert meine Birne und sobald das Ding denkt, ja, und diese Stimme spricht, kann ich nicht mehr schlafen. Und das nervt mich. Genau, Monkey Mind, ja, Ja, genau, Monkey verspannt. Mind, Ja, stimmt. genau. Das ist Das es. Monkey Man, Brain. genau. Genau. Und diese innere Stimme, die bezeichnet der Frank, von dem kenne ich auch das Wort als Monkey Mind. Und ja, wie kann ich, oder was hat mir geholfen? Also, wie kann ich gut entspannen, oder was war deine Frage? Kann ich, ich weiß gar nicht, ob ich Wie überhaupt gut kommst du zur richtig Ruhe. zur Ruhe? Ja. Genau, die Frage ist ja, ob ich das überhaupt tue. Also was mir sehr geholfen hat und deswegen mache ich das ja so oder deswegen bewerbe ich das ja auch so hart, ist Miracle Morning, diese Morgenroutine. Tatsächlich Meditation ist ja ein Teilbereich meiner Morgenroutine, jeden Tag zu meditieren. Ich habe seit vielen Jahren erkannt, dass Meditation gut für mich ist. Habe es trotzdem nicht gemacht, wie so viele Dinge, von denen wir wissen, rational, ja, das ist super für mich. Ja, Rauchen schadet meinem Körper und was machen die Leute rauchen, ja. Also, das ist ja immer so, wir begreifen es irgendwie rational, aber trotzdem tun wir gewisse Dinge nicht. Und was die Lösung? Die Lösung ist quasi, eine Routine aufzubauen, eine feste Routine zu haben, weil dann müssen wir nicht mehr überlegen, ob wir was tun oder nicht. Wir tun es einfach, weil es eine Routine geworden ist. Und Miracle Cool. Morning hat mir geholfen, eben Meditation zu integrieren. Und Meditation ist genau etwas, wo du lernst, mit deiner inneren Stimme umzugehen und wo du lernst, ja, die innere Stimme irgendwann sogar abschalten zu können, ja, in die Ruhe zu kommen. Ja, Und deine krass. Frage war ja, wie ich es schaffe, eben so abzuschalten. Meditation ist der Schlüssel aus meiner Ja. Sicht. Und ich habe vorhin mit meiner Frau auch drüber gesprochen. Und ihr Eindruck war auch, dass ich deutlich besser schlafe, seitdem ich so regelmäßig meditiere, viel, viel Ja, cool. tiefer und ruhiger Ja, schlafe. ja. Und also regelmäßige Meditation ist meine Antwort. Ja, mega. Also kann ich, also mit dem Monkey Mind und so, es geht mir ähnlich, haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das einfach menschlich ist, haben bestimmt ganz viele. Und auch Meditation würde ich auch unterschreiben, auch wenn ich da noch kein Profi bin. Aber finde ich witzig, weil ich es eben tatsächlich genauso sehe wie du. Cool. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil du es gerade gesagt hast, weil ich noch kein Profi bin. Also es macht dich so klein in dem Bereich. Also das fragen mich dann auch immer ganz viele. Und aus meiner Sicht gibt es auch gar keinen Meditationsprofi. Also das ist nicht das Ziel einer Meditation irgendwie, wenn du mit diesen ganzen richtigen, harten Freaks sprichst, ja. Ja. Da habe ich auch schon die krankesten Dinge gelesen und gehört in Interviews. Also die gehen ja dann quasi in der Meditation aus ihrem Körper raus und sagen, die setzen sich hier gedanklich hin. Ja, so, ja. Also das ist, ja, meinetwegen geht das auch und so weiter. Aber den Druck muss sich ja jetzt erstmal keiner machen, sondern Meditation bedeutet für mich einfach die Augen schließen, in die Ruhe zu gehen. Und sozusagen nur zu sein und sich jetzt mal zu erlauben, da einfach zu liegen und
jetzt zu gucken, was passiert. Und dann merkst du jetzt Ja. wieder dein Monkey Mind hier von Frank, wie die Gedanken kommen. Ja. Ja. Und dann, ah nee, wieder so ein bisschen zurück, wieder auf Ja. Atem achten zum Beispiel, ja. Ja. Jetzt achtest du wieder auf den Atem, jetzt kommt hier wieder ein Gedanke, jetzt gehst du wieder da lang. Ah nee, auf Atem achten. Und der Ja. Atem führt dich meinetwegen immer wieder zurück. Oder es gibt ja auch andere Meditationsformen, wo du dann, ich sag mal, dieses klassische Om, ne, das sind ja auch so, die meditieren halt mit so einem Meditationslaut, ja, immer Om, Ja. Om, Om. Und es macht das Gleiche im Grunde. Weil wenn die Genau. dann Om, Om, dann wird es auch langweilig, dann kommt wieder Monkey Mind, ja, dann kommt irgendein Gedanke und du folgst dem auch, weil es zu langweilig ist, die ganze Zeit Om zu machen. Und dann sagst du, ah nee, wir Om, Om. Und dann, so sortierst du Ja. mal diese Gedanken, der dann kommt, Ja. ja. Und es geht aus meiner Sicht nur darum, sich mal mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, zur Ruhe zu kommen. Ja, Und da gibt es voll. nicht gut oder schlecht aus meiner Sicht. Ja, richtig gut. Finde ich mega, was du sagst. Und auch dieses extrem Spirituelle und so, finde ich ganz witzig, wie du es beschrieben hast, mit dem, man sieht sich hier irgendwie. Ich finde halt, was ich ganz spannend finde, ist, dass, also jetzt so rein optisch und so, würde man ja nicht sagen, ja, Maurice ist der überspirituelle Typ und hat immer so eine Gewänder an und sowas und geht barfuß irgendwie durch Berlin. Aber was sich immer wiederholt, wenn man Bücher liest und von erfolgreichen Personen Büchern liest, ist, dass Meditation ja irgendwie was ist, was anscheinend irgendwas kann, weil das ein Punkt ist, der sich immer wieder wiederholt. Ne? Also ganz viele erfolgreiche Leute sagen ja, Meditation ist der Schlüssel für alles, was ich erreicht habe, oder einer der entscheidenden Schlüssel. Deswegen glaube ich auch, dass es schon was sein kann. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ja, genau, das ist ja Klischee-Denken, ne? Dass die Leute, die meditieren, alle ja, irgendwie Rastafaris haben und was weiß ich, ne? Was da so gibt, so Ja. dieses Klischee für alle Barfußlaufen und so weiter. Also, wie du sagst, ne? Ich finde auch, wenn ich nahezu in allen Biografien, die ich gelesen habe von großen Persönlichkeiten, da taucht dazu immer Meditation auf, ne? Ja, irgendwie echt, das Und wiederholt sich, auf jeden Fall. das sind ja jetzt alles Menschen, die eben auch jetzt nicht so unbedingt aussehen, wie du gerade beschreibst, ja? Ja, Also es ist ja. einfach ein enorm starkes Tool und ein starkes Tool für jedermann. Das hat nichts mit irgendeiner, ja, irgendeiner anderen Richtung zu tun oder so aus meiner Sicht. Ja, cool. Sehe ich 100% genauso. Jetzt auch eine spannende Frage und ich glaube, meine Freundin guckt auch zu. Dann interessiert sie die Antwort bestimmt auch. Wie gehst du damit um, wenn sich deine Frau oder deine Freundin für die Themen Aktien, Immobilien Meine nicht Frau oder interessiert? meine Freundin? Ich habe nur Ja, eine gute Freundin. Ich habe nur ja, eine okay, guter Frau. Punkt. Ja. Na, aber du weißt, was ich meine, ne? Also wenn sich dein Partner nicht dafür interessiert, dass du dich jeden Tag mit Aktien und Immobilien beschäftigst und Business und Unternehmer und bla bla bla, wie gehst du dann damit um? Wie gehe ich damit um, wenn sich meine Frau nicht dafür interessiert? Wie gehe ich damit um? Also, meine Frau interessiert sich schon dafür, was ich mache. Von Ja. daher ist das ja nicht so bei mir jetzt der Punkt. Natürlich jetzt nicht bei allen Dingen oder so, aber wir sprechen zum Beispiel auch über Aktien jetzt auch nicht so todes im Detail oder so, aber so ein gewisses Grundinteresse. Ich interessiere mich ja auch für ihr Leben und sie interessiert sich dementsprechend auch für meins. Also es ist für mich nicht so eine so eine Kernsache, dass ich sage, ich habe jetzt hier einen Partner, dem das so null interessiert. Ja. Aber auch wenn es jetzt Themen gibt, fällt da gerade echt nicht sowas ein, sondern ein gutes Beispiel für, dann wäre das für mich auch okay, wenn sie sich dafür jetzt nicht, also zum Beispiel Fußball würde ich so sehen, ja, wenn ich Fußball gucke oder so, das ist vielleicht Ja. zum Beispiel. Aber ja, dann hat da eben auch jeder so seins. Das ist ja auch ganz normal. Ja, cool. Und zum Thema Fußball kann ich dir einen Tipp geben. Beim Fußball habe ich es zum Beispiel so gemacht, interessierte meine Freundin auch nicht. Und wir haben Fußball immer mit leckerem und gutem Essen verbunden. Und irgendwann ist Naja. es dann dahin übergegangen, dass sobald Fußball ist, Champions League, Wochenende, Bundesliga, Ja, freut sich meine cool. Freundin, würde ich jetzt mal behaupten, mittlerweile auch schon auf Fußball, weil sie dann weiß, okay, wir essen auch was Gutes. Ja, das Also ist gut, ja. vielleicht ist das so eine Idee. Ja.
Ja, und das waren jetzt tatsächlich auch schon alle Fragen. Auch schon 90 Minuten. Genau, auch schon mega Ja. lange. Ich dachte, irgendwann macht Instagram auch dicht so. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die ist jetzt meine eigene, aber das ist vielleicht auch für alle anderen hier interessant. Wer wird denn jetzt eigentlich Europameister? Das ist die Frage, die man, glaube ich, jetzt nicht mehr beantworten kann, ne? Ich habe aufgehört nach dem Ja. Deutschlandspiel. Ich habe sogar meine Tipps in unserem Tippspiel hier. Ich war auf Platz 3 und dann habe ich meine Tipps vergessen. Naja, und jetzt bin ich, Ja. glaube ich, ferner liefen. Ja, ich würde ja verdammt lustig finden, tatsächlich, wenn Dänemark Europameister wird, nach der ganzen Story Ja, stimmt. mit dem Eriksen und so weiter und dem Verlauf, verlorenes Spiel, erstes Spiel und dann, glaube ich, wäre eine richtig coole Heldengeschichte. Ansonsten, mein gesamtes Geld würde ich auf Italien wetten. Ja, witzig, würde ich auch. Allein nur von der ganzen Körpersprache, wenn ich sehe, was die für ein Teamfeeling haben, wie die ein Tor feiern, wie die Nachspiel Arm in Arm sind, wie die sich umarmen. Also nur Voll. Körpersprache Ja, würde ich auf ungemein. Italien setzen. Ja, würde ich auch sagen. Und die Italiener, muss man auch sagen, gerade so die Innenverteidigung und so, das sind halt richtig alte, abgezockte Typen, ne? Also die wissen halt auch, wie man es macht. Ja. Hier waren noch mal ein paar andere Fragen, glaube ich. Ja, Jetzt muss genau. ich Ich mal glaube, kurz im Stream gucken. kamen so ein paar Fragen rein in deine Richtung. Was haben wir denn? Warte, was ist denn hier für eine Frage? Hast du schon überlegt, von Grund auf selber einen Wohnblock zu bauen? Tatsächlich nicht, nee. Da fehlt mir total das Wissen drüber und auch die Skills. Also das müsste ich mir erstmal aneignen und auch das Netzwerk, also sicherlich nicht alleine. Also für mich noch gar nicht interessant. Was war noch für eine Frage? Wie machst du das mit den Krediten? Spielen die Banken mit, wenn du mehrere Immobilien finanzierst? Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Ja, machen Sie mit. Warum sollten Sie auch nicht mitmachen? Bei mir ist ja die Haushaltsrechnung, die Vermögensbilanz und so weiter alles saugut. Ich habe im persönlichen Bereich kaum Ausgaben. Also wir haben hier eine Mietswohnung mit einem 30 Jahre alten Mietsvertrag. Das heißt, da kann ich mit der persönlichen Seite, mit der Einkommensseite jegliche Finanzierung eben decken, jegliche Finanzierungskosten monatlich decken. Ich habe ja inzwischen nun auch ein ganz gutes Vermögen geschaffen, also sowohl meine Immobilienwerte abzüglich der Verbindlichkeiten. Ich weiß nicht, wie hoch die liegen mögen, aber die sind bestimmt auch schon über eine halbe Million im Plus. Und mein Aktienportfolio ist ja auch über 500.000, also haben die irgendwie 1 Million auf der Vermögensseite da. Ich sage aber immer beim Vermögen im Übrigen, nur angucken, nicht anfassen. Also, Sehr Sie können schön. sich das alle angucken. Hier ist Aktiendepot und so weiter, aber ich werde es nicht als Ja. Sicherheit hinterlegen. Ne? Das heißt, das vielleicht zu deiner Frage noch. Hast du noch eine Frage Vielleicht da, gefunden? dazu aber Ja. noch einen Punkt, Maurice. Ist Ja. es nicht irgendwann so, dass die Bank, also gerade bei Immobilien, irgendwann dazu übergeht, nicht mehr dich als Person anzugucken, sondern dann vor allen Dingen dein gesamtes Portfolio zu bewerten? Ja, habe ich auch schon gehört, kann ich dir aber nicht viel zu erklären. Portfolio-Betrachtung, ne? Du Ja, wechselst genau, von so das einer meine ich. persönlichen Ja. in so eine Portfolio-Betrachtung. Nee, kann ich euch gar nicht zu erklären. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, wie dann die Folgen genau sind. War noch was? Ja, ich glaube, eine Frage war noch, wie ist es, als Head of Sales zu arbeiten? So sinnmäßig zumindest war die Frage, glaube ich. Hier, was sind deine Aufgaben, Tätigkeiten und Abläufe als Ja, Vertriebsleiter, genau, Vertriebsleiter? die meine ich. Also inzwischen ist es im Grunde nur noch ein Titel. Was ich jetzt mache, ist tatsächlich hauptsächlich Sales, selber Sales. Also das Team, wir haben kein großes Team mehr. Wir haben im Grunde zwei weitere noch im Vertrieb und das war's. Also da gibt es nicht mehr viel Leiterfunktion oder so, sondern ich bin im Grunde Vertriebler. Ja, also und wie sieht mein Tagesablauf aus?
Ich organisiere Termine, also ich rufe Leute an, ich schreibe Leute an, ich versuche Termine an den Start zu bekommen und wenn ich Termine habe, gehe ich in Pitch-Präsentationen, bereite Pitches vor und mache Vertragsabschlüsse. Das ist so mein Ablauf, also gar nicht groß mehr Vertriebsleiter, so wie es vorher mal war. Wir hatten mein Team so aus 5, 6 Leuten, da war das deutlich größer, da musste ich noch die ganzen Leute entsprechend schulen und so weiter, aber das haben wir jetzt sehr eingedampft und sind sehr fokussiert, also nur noch die sozusagen die Besten, die wir da derzeit mitnehmen. Ja, cool. Und ich glaube, jetzt ist da noch eine Frage von Florian, ob es in Zukunft noch mal eine Breathwork-Session mit Frank gibt und dir. Und vielleicht ganz kurz, Ja. bevor du antwortest, muss ich einmal genau dafür Werbung machen. Wenn ihr das macht, Leute, Leute, wirklich, ihr müsst da alle unbedingt mitmachen. Ich habe es einmal gemacht, krasseste Erfahrung ever. Crazy. Also auch Cool. darüber kann man sich gerne noch mal austauschen. Ich hatte es Frank auch erzählt und danach noch mit Frank telefoniert. Also wirklich, dieses Thema, das ist kein Witz, also dieses Thema ist viel zu unbekannt. Dieses Thema muss jeder können, kennen und können dann vielleicht auch, aber können ist jetzt hier gar nicht der Punkt. Aber erstmal, das Bewusstsein ist dafür einfach gar nicht da. Mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, kennt es nicht. Und das ist verrückt, dass das die Leute nicht kennen. Also das muss man kennen, weil es eben auch nur Atmen ist. Aber was durch dieses Atmen passiert, ist crazy. Also wirklich. Crazy. Ja, geht mir genauso und das Breathwork ist ja im Grunde nicht mein Thema, sondern ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du und bin auch so begeistert davon und deswegen habe ich nicht lange gezögert und habe den Frank bei die wichtigste Stunde mit reingenommen. Und im Rahmen von die wichtigste Stunde macht er das einmal im Monat mit uns. Heute war ein Tag, immer der erste Sonntag im Monat um 9 Uhr. Und wir machen nochmal zweimal im Monat dann so kurz Quick Breath Session, also auch so Atemübungen, wo wir mal anders in den Montag reinstarten wie alle anderen Menschen. Wann kommt es als nächstes? Heute hätte ich dich gerne eingeladen. Jetzt ist heute schon vorbei, war um 9 Uhr. Aber gerne. Beim nächsten Sonntag, also der erste Sonntag des Monats immer, da kannst du mich gerne anschreiben oder ihr mich auch und dann könnt ihr da gerne mal mit joinen. Ja, macht das unbedingt. Schreibt euch das auf. Erster Sonntag im Monat ist ein Pflichttermin. Wirklich. Ja, Maurice, dann besten Dank, ja, war super cool, dass du das alles strukturiert hast. Hast du sehr gut gemacht, fand ich. War hier auch schon ein paar Mal geschrieben, gut moderiert. War ja, glaube ich, dein erster Livestream auch heute. Deswegen Ja, genau. Ich muss ja noch fragen, wie das überhaupt geht hier. Mobilfunk mal kurz. Ja. ja, cool. Und ja, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Ich wünsche euch einen schönen Abend, dir auch. Und Ja, danke gleichfalls. wenn du mal in Berlin bist, dann sag Bescheid. Dann kriegst du auch was Gutes zu essen und deine Frau auch. Dann meldet euch. Das machen wir und umgekehrt in Hamburg genauso. Ich glaube, du hast auch eine Wohnung hier in Hamburg. Ich habe eine Vielleicht, Wohnung in Hamburg, aber da bin genau. ich eigentlich nicht. Ich will da Dann, nicht sein. Wenn ich egal, da bin, aber. dann hat es immer einen Grund und dann muss ich da irgendwas handwerken oder ist da irgendwas in der Wohnung und so. Deswegen Ja, wäre kann ich das kein vollkommen gutes Omen. verstehen. Aber es kann vorkommen, ich sage Bescheid, wenn ich in Hamburg bin. Sehr schön, Maurice. Ja, dann hau rein, Super. schönen Abend euch, ne? Ja, schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.